So, und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen LS22 Community Livestream hier auf dem nassen Hafti Livestream hier heute. So, ja, wie kann ich denn hier? Kann ich das denn nicht irgendwie ein bisschen anders machen hier? Das auch jetzt rausgenommen, ich glaube, ne? Entschuldigung. So, also willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserem LS22 Community Livestream hier auf YouTube, Leute. Ich bin's, der Husky, und begrüße euch mit meiner feuchten Zunge. Ne, hier ist sie. Habt ihr eben schon gesehen? Warte, wo ist sie? Wo ist sie denn jetzt? Nicht. Da ist sie. Ich begrüße euch extra mit meiner feuchten Zunge, Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Und ihr einschaltet. Leute, wir sind wieder auf YouTube unterwegs, Leute, und haben heute ein LS22 Community Livestream. Community Wunsch hier von unseren Finn. Der gerade noch nicht mit dem Chat ist, wie ich sehe, aber eventuell vielleicht später ja vielleicht noch dazu kommt oder auch nicht. Mal gucken. Wo sind eigentlich unsere Dings, wenn wir sie mal brauchen, ne? Weil die Zeit ist dunkel. Wird dunkel auf der Map. Grüße gehen raus für alle, die einschalten und dabei sind. Würde ich sagen. Gibt es. Wie meinst du das, Jonas? Wann geht es da weiter mit dem Projekt? Welchem Projekt? Wo? Was? Ja, erstmal machen wir das folgendermaßen, Leute. Schön, dass ihr alle einschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Wenn euch das Ganze hier gefällt, Leute, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr kostenlos ein Abo da lasst. Ihr könnt gerne kostenlos abonnieren, Leute. Ihr könnt die Glocke aktivieren, wie immer. Und könnt hier gerne mitspielen, wenn ihr möchtet. Dazu braucht ihr einfach nur mitspielen eingeben und Mods in den Chat eintragen. Dann könnt ihr hier den Server beitreten und mitmachen. Und solltet ihr natürlich noch nicht geliked haben, Leute, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Das Ganze geht kostenlos, Leute. Einfach auf den Like-Button klicken. Und ich habe schon gesehen, 41 Likes haben wir schon. Alter, Leute, ihr seid ja wahnsinnig. 41 Likes jetzt schon und wir sind gerade mal angefangen mit dem Stream. Denn ich habe ja eine Umfrage gestartet, ob wir mehr als 100 Likes schaffen in diesem Livestream. Denn wir sind heute nicht so lange live, weil ich nämlich morgen einen Termin habe. Ich muss morgen nämlich weg. Ich muss ja morgen mich um mein Auto kümmern und da muss ich ganz früh losfahren. Und muss natürlich dann auch früh aufstehen. Das heißt, ich kann gar nicht so lange streamen für euch heute. Leider bin ich natürlich ja heute auch sehr spät für euch live gekommen. Aus dem Grund, weil wir gestern auf Twitch unterwegs waren. Und der Twitch-Livestream, Leute, er ging gestern sowas von Bombe ab. Ihr habt vieles verpasst für die Leute, die nicht dabei waren. Es war so mega heftig, was gestern passiert ist. Wir mussten sogar noch eine kleine Streamverlängerung machen von 2 Stunden, weil gestern ein, ich sag mal, da supportet wurde, wie bis zum geht nicht mehr. Ich dachte, ich bin schon vom Stuhl gefallen, so schlimm war das. Also fast vom Stuhl gefallen. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Ich glaube, noch noch irgendwas Schlimmeres, was gekommen wäre, und ich wäre vom Stuhl gefallen.
Das hätte ich so live in der Kamera gezeigt dann. Weil man mich ja sowieso da auf Twitch live sehen kann. Und wer den Twitch-Kanal noch nicht kennt, Leute, gerne Twitch in den Chat eingeben, gerne auf Folgen klicken oder wenn ihr möchtet, natürlich könnt ihr freiwillig auch unterstützen mit einem Abo. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen, dass es euch überlassen. Das ist natürlich dann auch freiwillig. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das würde mich auch live ab und an im LS und natürlich auch andere Games. Ja Leute, wir machen heute ein Grasprojekt, sind heute mal ein bisschen mit dem Grashäckseln beschäftigt und so. Der Projektwunsch ist von dem Finn. Und ja, wir lassen uns mal überraschen, was uns da so erwartet. Und mach mal in den ja alles ab. So, Benjamin, genau, Map entfangen wollte ich in den Chat, der Map, wer wissen will, welche Map wir spielen gerade, wer. Und natürlich gehen Grüße raus an unsere ganzen VIPs und das Ding ist am Ende. Mit Gold man noch hier bei uns. Ehre geht raus an die Supporter wieder hier, die heute am Schlüssel sind. Und Grüße gehen natürlich in jeden einzelnen raus, der hier reinschaut und Moin schreibt. Hallo Master 18 Account. Zum Ende ist da Master. Selbst da, Master ist noch da, Benjamin ist da, Visayago ist wieder am Start. Hast dein LS an sich zurücksetzen? Yonko TV ist am Start, Valentin ist am Schlüssel, Ralf ist natürlich auch am Start. Den haben wir noch alles. Mike Kühn ist da. Moin, moin. Grüße gehen raus an alle Zuschauer, die hier gerade jetzt chatten. Kommen im Stream. Gut, Leute, wir werden jetzt erstmal ein bisschen die Zeit vorbringen. Ich muss mich aber erst anmelden. Wollt ihr Tag haben oder wollt ihr das so lassen, wie es ist? Besser ist Tag, glaube ich, ne, Chat? Besser ist Tag. Könnt ihr mehr sehen? Nicht wieder rein. Ich wollte doch ganz kurz. Luis Peter, servus, grüß dich, moinsen. Master 18, natürlich darfst du mitspielen, gerne. Mitspielen eingeben in den Chat und Mods eingeben. Ach, die Umfrage ist doch noch. Ja, ich kann das da ändern. Moment, ich muss eben mal eben wissen, wie das Admin-Passwort ist. Ich muss das eben selber eben gucken da, weil der ist ja schon wieder AFK da, der Projektleiter. Also zumindest war sie eben da noch. Jetzt immer das Passwort. Hier schon so längere Zeit dabei bin, trotzdem habe ich das irgendwie immer nicht im Kopf. Immer noch so wie damals mit. Syntax, wie sieht das aus nächstes Wochenende mit deinem Projekt, Forstprojekt?
Du wolltest ja da ein bisschen selber auch mit vorbereiten und machen und tun. Und Mods mit hochladen bzw. mit zur Verfügung stellen. Wie sieht das denn nächste Woche bei dir da aus, dass man nächste Woche mit einplanen am Wochenende, dass wir mal ein bisschen was anderes sehen als wie nur Gras und so? Dann nicht einfach mal Map eingeben. XX, moin moin, grüß dich. Oh. Sollen wir im Dunkeln arbeiten? Das ist eine ernst gemeinte Frage, Chat. Warte mal! Scheiße, was habe ich hier aufgemacht? Wie macht man das wieder zu? Zeit zurückdrehen wieder. Warte. Nee, Scheiße. Falscher Knopf gewesen. Oh, jetzt bin ich ja. Bin ich ja schon angemeldet. Ja. Aber das kann man da ja liegen. Okay, Chat, jetzt geht's los. Jetzt machen wir weiter. 50 Leute hier am Start, Leute. Ehre geht raus. So, Leute, wie sieht's aus? Können wir starten, Leute? Achso, ja, wir müssen ja noch das Passwort ändern. Oder wurde das schon gemacht?
Hat das jetzt schon gemacht? Nee, ne? Moment. Moment! Bin so. Das. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr joinen, Leute. Nutzt das Passwort. Alle gerne raufkommen und mitspielen, Leute. Wir brauchen ordentlich Unterstützung. Helft uns gerne beim Mähen, beim Schwaden und beim Einfahren. Ja, Projektwunsch von Finn, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Und wie gesagt, wenn es gefällt, gerne auf den Like-Button klicken. Und wer neu auf dem YouTube-Kanal ist und sagt, er möchte gerne mal mitspielen, der muss dann, wenn er es möchte, natürlich auf den Abonnier-Button. So, Leute, wir starten durch. Warum ist das so dunkel noch? Hast du First Play an? Nein, das ist leider aus. Aus dem Grund, weil das eine Wunschkarte ist, Leute. Das ist eine Wunschkarte, Wunschprojekt. Und wenn ich, das habe ich erst, ich habe heute schon zu den Projektleitungen gesagt, sie können ja den First Play einschalten, sodass die Leute mitspielen. Aber dann ist mir eingefallen, dass es ja ein Projekt Wunsch ist, mit einer, nicht mit einer Standardkarte. Das heißt, dass das dann nicht funktioniert hat. Das ist halt das Blöde daran. Das heißt, wir müssen das dann wieder machen, wenn wir auf eine Karte spielen, die standardgemäß ist. Ne? Weil die Map, die wir hier spielen, die kann das, die ist glaube ich nicht, die ist halt nicht First Play. Deswegen können wir das leider nicht mehr. Das ist halt das Blöde. Das ist richtig kacke, dass die PS4-Spieler keine Mods downloaden können. Das ist so scheiße. Ich weiß, da können die PS4-Spieler nichts für, aber das ist echt blöd. So haben wir immer Probleme, das so zu machen, so zu handeln, dass jeder mitmachen kann. Das ist alles scheiße. Seid aber bitte nicht traurig oder ärgerlich jetzt über mich oder so, weil ich ja letzte Woche schon gesagt habe, was sind Projektwünsche? Was soll ich denn machen, Leute? Wir wollen ja die Projektwünsche auch alle abarbeiten. Nimm's mir nicht übel. Seid mir jetzt nicht böse. Seid dem armen Husky nicht böse. Sonst ist er traurig und muss, ja. Weiß ich nicht, was er denn muss, aber dann hat er ein Problem. Wasserratte, moin. Janis, moinsen, grüß dich. Sven, du sprichst, aber. Was? Was im 19er geht's? Wie geht es dir so? Alex Gaming, moin, moin, mir geht's gut, dankeschön. Wie geht's dir? Habe ich eigentlich was in den letzten 3 Jahren verpasst? Ach, du hast so einiges verpasst, würde ich sagen, wenn du jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr dabei warst. Hat sich einiges geändert. Was, du bist 3 Jahre, du bist jetzt vor 3 Jahren mal hier gewesen und bist heute das erste Mal nach 3 Jahren jetzt hier? Bist du dir sicher? Unglaublich. Gut, muss auch mal wieder bei dir vorbeischauen. Ja, das finde ich sehr nett von dir, dass du das machst. Das finde ich sehr nett, dass du das machst, ja.
Seit Corona-Anfang war ich nicht mehr hier. Okay. Ey, du hast. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann hast du ja einiges. Weil. Hier. Aktuell jetzt ja nur noch Community-Livestreams auf den YouTube-Kanal machen. Das sind schon 3 Jahre. 2 Jahre. Ja, Corona, das sind keine 3 Jahre. Also nicht, auf jeden Fall, viel verpasst hast. Was soll ich sagen? Wir machen halt Communities. Ne? Das machen wir. Das hat sich vielleicht geändert. Ein paar Leute sind gegangen und neu gekommen und sowas halt. Ne? Aber sonst ist alles gleich. Hallo LS22 Gamer, Servus, grüß dich. Welches Projekt als nächstes kommt? Als nächstes kommt ein Force-Projekt. Also nächste Woche kommt ein Force-Projekt. Weil wir sind ja erst wieder ab nächste Woche live. Weil in der Woche kann ich ja nicht mehr arbeiten. Ja, ab morgen ist ja wieder der normale Arbeitstag und da bin ich erst wieder ab Wochen. Hunter Joe, Servus. Bitte nicht Ausrufezeichen mit Mods, sondern nur Mods eingeben. Also hier, ihr müsst euch das merken, hier bei YouTube braucht ihr nur Mods eingeben oder mitspielen oder TS. Ihr braucht keine Ausrufezeichen davor. Leute, wir sind bei 71 Likes. Also es ist heftig. Ich glaube, wir knacken locker die 100 Likes bei Streamende. Bin ich jetzt der festen Überzeugung, dass wir das knacken. Das ist ja jetzt irre. Das ist Wahnsinn. Achso, wir müssen auch runtergehen zu den anderen, ne? Ganz vergessen. Im 22er dann, Marco. Im 22er. Boss haben wir ja noch nie im 22er gemacht. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Das müssen wir unbedingt nächste Woche ausprobieren. Sam, Servus, grüß dich. Laura, Servus, moin. Ja, ich habe mich gut erholt. Ich habe viel zu lange geschlafen heute. Ne? Es war halt mal wieder ein richtig Bomben-Stream, ey. Eine ganz lange Nacht für mich, bis 5 Uhr, Leute, gestern auf Twitch. Ne, warte mal, bis auf Twitch live waren wir bis 4, bis 3.30 Uhr, glaube ich, ne, oder so. Oder 4.30 Uhr? Das ist gar nicht. Das war echt lange gestern. Also heute Nacht. Das war echt lange. Aber auch irgendwo verständlich. Mit dem Support, der gestern rausgeballert worden ist, auf Twitch. Ich weiß nicht, einige von euch haben es mitbekommen, einige kennen den Kanal wahrscheinlich noch nicht oder sind halt nicht da dabei gewesen. Also es war echt heftig gestern, also ich, ehrlich, ich konnte nicht mehr. Bei so einem Support. Das war echt heftig und viel. Michael, Servus, grüß dich. Ja, heute bin ich mal mit einem Fan Mario 942 unterwegs, Leute, im Black. In Black Edition, ne? Ja, Mähwerk, ne, vom Klaas. Was ruckt denn der Server schon wieder? Was rackelt denn da? Merkt ihr das? Das rackt immer. Nur eigentlich
Scheiße. Mr. Black Flash, gibt's in LS drin auch Mods? Ja, gibt es. Einfach Mods in den Chat eingeben. Mr. Black Flash. Ach so, scheiße. Ah, stimmt ja, Mensch. Der Bot muss ja umgeändert auch werden auf den 22er wieder, Mann. Ah, Mensch, ey, das ist aber auch, ey, dass das alles so durcheinander ist, ey. Sorry, Leute. Ich hab das total verpeilt. Wir waren ja 19er unterwegs. Ah, dankeschön für die Info an, Ah, Mensch, das ist aber auch. Ach, Backfisch steht da. Backfisch, Mensch, Mr. Backfisch. Nicht Flash. Entschuldigung. Chat, ich bin heute wieder lost. Ihr könnt wieder lost in den Chat schreiben. Es ist wieder so weit. Ah, das ist aber auch, ey. Das ist alles nicht so einfach, ey. Weil man das im Kopf haben muss. Dann ist das echt schon sehr, sehr schwierig. Dann die verschiedenen Server, dann den Server ummuckeln, wieder auf dem Server und dieses ganze hin und her. Stell dir mal vor, wir würden alle LS spielen. Da wirst du irre bei. Das könnte ich gar nicht. Da würde ich durcheinander kommen alleine. So, wartet mal. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Jetzt muss ich mich erstmal anmelden wieder. Oh. Ah, so ein Kack, ey, du. Das tut mir echt leid, Leute. Oh, Mensch, die Armen, ey. Geben alle Mods ein und laden sich die Mods für LS19 runter. So ein Scheiß, ey. Und wer hat Schuld? Der Husky hat Schuld. Ah, das ist aber auch. Das ist doch einfach. Viel Verantwortung mit den ganzen. Deshalb auch ab und zu mal froh darüber, dass man eine Community hat, die das so ein bisschen mit vorbereitet, mit die Projekte. Weil das wäre alles uns. So, jetzt könnt ihr das eingeben. Jetzt könnt ihr Mods eingeben. Jetzt ist es der richtige. Deshalb hatte ich eigentlich auch LS19, also wir hatten ja einen extra Server noch. Zur Not müssen wir das so machen, dass wir uns, ich werde das jetzt auch anders regeln. Ich werde doch einen monatlichen LS19 Server holen und dann werden wir immer einen Wechsel arbeiten. Einmal da, einmal hier, einmal da. Immer so hin und her. Und dann schreiben wir, bei Mods schreiben wir dann, das sind unsere Mods für den LS22. Und darunter kommt dann, das sind unsere Mods für den LS19. Das heißt, ihr müsst dann also aufpassen, welche Mods ihr dann runterladet. Also es kommen dann immer zwei Links in die Einblendung. Versteht ihr, wie ich meine? Ja. So wie wir es das letzte Mal schon hatten. Mensch. So machen wir. Das ist die beste Lösung. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall die Mods. Ach, sorry. Die aktiviert man GPS. Du musst gucken, ob der Trecker überhaupt GPS hat, weil es wurden nämlich Trecker, also mein Trecker hat kein GPS, deswegen. Also musst du gucken, ob deiner überhaupt einen GPS hat. Und sonst, wenn du das aktivieren willst, dann Alt-C drücken. Einmal Alt-C drücken, dann muss auf der rechten Seite über deine Anzeige, deine Kilometer-KMA-Anzeige, mussten
so ein Satellit aufleuchten in grün. Und dann drückst du auf STRG. Dann drückst du noch STRG und S. Dann öffnet sich das Eingabefenster, um GPS einzustellen. Da war das. STRG und S. Aus einem Philipp, servus. Philipp, hast du meine Nachricht gelesen? Ja, ne? Philipp, wir machen das nächste Woche. Nächstes Wochenende machen wir dein Game. Ich werde das nächstes Wochenende mir besorgen und dann werden wir dein Spiel spielen. Was tun wir mal? Dann werden wir das mal zocken. Weil dieses Wochenende klappt es leider nicht. Oder jetzt halt. Heute klappt es nicht. Gestern hatte ich es ja eigentlich vorgehabt, aber heute geplant, aber es geht nein. Warum und weshalb es nicht geht, möchte ich jetzt hier im Stream gerade nicht sagen. Mario K, servus, grüß dich. Leute, wir sind jetzt seit 33 Minuten live und haben jetzt schon 90 Likes, Leute. Hammer. Von fast 100. Also wir haben es fast erreicht. Wahnsinn, Leute. Das kann ich dir schicken. Ach stimmt, das wollte ich ja auch noch mal sagen, Maru, jetzt wo du es ansprichst. Moin. Oh, hast du auch keinen GPS oder was? Alle haben kein GPS hier, Mensch, die Projektleitung. Typisch die Projektleitung wieder, kein GPS gekauft. Das gibt aber Minuspunkte. Geht schon wieder unter an der Box, nicht? Also, Thema. Genau, wollte ich ansprechen. Mario Case. Beziehungsweise an alle Moderatoren. Wir haben. Gestern oder beziehungsweise vorgestern haben wir noch mal ein paar Moderatoren aussortiert, weil wir aktuell einfach viel zu viele Moderatoren sind. Also für diejenigen, die jetzt im Chat in Dings reinkommen und wundern sich, dass keine dass einige keine Moderatorenrechte mehr haben. Wir haben noch ein paar Moderatoren aussortiert. Nicht wundern. Ja? Weil wir aktuell einfach viel zu viele sind. Und wahrscheinlich werden wir auch noch mehr aussortieren.
weil nicht alle machen ja was mit dem Moderator. Ne? Einige nutzen das ja gar nicht. Ne? Deswegen, also lohnt sich das dann nicht, dass das so viele Leute haben. Bananenmilch, Alter, Ehre geht raus. Bananenmilch hat sich eine Mitgliedschaft gegönnt bei uns. Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Ich weiß nicht, warum unsere Alert-Box nicht funktioniert, Mann. Was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Was soll denn das? Ich muss mich auch schon wieder anmelden. Warum muss ich mich denn schon wieder anmelden? Ich verstehe das nicht. Ja, du bist ja auch Zuschauer. Ne? Sei mir aber bitte nicht böse oder so. Oder alle nicht böse, dass wir jetzt unverhofft so ein bisschen, dass ich da ein bisschen aussortiere. Es ist einfach unnötig. So viele. Guck mal, wir sind über 15 Moderatoren gewesen. Das ist einfach zu viel. Ne? Da reichen 2-3 Moderatoren, die das alles so ein bisschen im Griff haben. Und dann ist gut. Ne? Das hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt. Weil ja im Moment da so ein bisschen Ärger ist. Sven B., danke schon fürs Abo. Willkommen. Gleich geht die Alertbox jetzt, Leute. Ich habe mich jetzt angemeldet. Dann muss die jetzt funktionieren. Aber leider wird es nicht mehr angezeigt, Bananenmilch. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank, Bananenmilch. Dass du dem VGS-Team wieder beigetreten bist. Schön, dass du da bist. Stefan, servus. Von Langbahn, jetzt ziehen wir mal lieber die Langbahn lang. Für den. Mach mal die Langbahn-Syntax. Mal die langen Bahnen runter und drauf. Da müssen wir hier auch nächste Woche dann noch weitermachen, Leute, weil wir werden heute nicht alles schaffen. Das sind ja hier lange Bahnen. Das sind ja auch ein bisschen lange Bahnen. Kann man in euren WhatsApp-Gruppe gar nicht. In unsere privaten WhatsApp-Gruppe kann man nicht. Das ist nur eine WhatsApp-Gruppe für unsere festen Leute, für die Moderatoren und für die Mitglieder, die fest drin sind, also die auch über 18 sind. Und eine Community-Gruppe gibt es ja nicht mehr. Da gab es ja damals zu viel Stress. Da wurde ja zu viel Ärger gemacht. Leider. Hatten wir ja mal ausprobiert mit der öffentlichen Gruppe für die Zuschauer. Aber dann wurde immer Abwerbung gemacht, dann wurde sich gestritten und so weiter und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, die Gruppe kommt weg. Also die Leute haben sich nicht so wirklich an die Regeln gehalten. Das war halt das Problem. Deswegen, nicht wundern. Ich bin froh, dass es nur 19 Mods sind. Das hört sich gut an. Das ist die Mod.
Gegner, das entscheide ich dann nochmal. Das gucken wir dann nochmal. Also du, natürlich kannst du es gerne so persönlich abgeben, wenn du sagst, ja, du bist sowieso weniger da, gebe ich es auch lieber ab. Aber grundsätzlich entscheide ich das noch. Also ich guck nochmal alles durch, da, wer das behält und wer. Jo, Mario, dann wünsche ich dir was und bis zum nächsten Mal. Oh Leute, 100 Likes, ey. Irren. So. Die Mods funktionieren bei dir nicht. Warum funktionieren die bei dir nicht? Die müssten. GPS ist überflüssig in deinen Augen. Und das dann. Boah, GPS kann man schon mal, bei manchen Sachen kannst du schon bauen. Aber man kann auch vieles ohne GPS geben, ne? Nächste Woche gehen wir in ein Forstprojekt rein. Nächstes Wochenende. Wenn der Syntax 007 dann Zeit hat, weil der möchte nämlich sein Projekt ein bisschen selber gestalten, das heißt maschinentechnisch. Das heißt, er muss auch dabei sein, wenn wir das halt vorbereiten. Mal gucken, dass wir dann nächste Woche mit der Forstgeschichte anfangen. Jetzt, wo ich heute das Bild gesehen habe, Mario Case, ich habe da mal eine Frage, jetzt gerade noch hier bist, jetzt noch nicht weg bist. Du bist aber jetzt nicht sauer oder was, weil du jetzt deinen Rang. Wie, dass du jetzt sauer bist und deswegen hier abhaust. Ne? Weil ich weiß ja nicht, was da so
los ist mit euch und was ihr euch so unterhaltet da privat, anderen Channeln oder irgendwas da, was ich da gehört habe. Aber nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie denkt, das ist extra gemacht oder so. Ne? Das ist allgemein so. Das ist allgemein so, dass wir einfach zu viele Moderatoren haben. Leute, was ist denn los, ey? Knapp 60 Zuschauer hier. 107 Likes. Knapp 60 Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Und der Husky hier voll im Gange. Am Arbeiten, am Malochen. Wie gesagt, wer mitspielen möchte, gerne mitspielen, ein Mod in den Chat schreiben. Ne? Wir spielen hier auf PC, Leute. Also ihr könnt alle mitmachen. Seid alle herzlich willkommen, hier mitzumachen. Wir sind aber leider heute nur 2 Stunden live, Leute. Wir sind aktuell heute nur 2 Stunden aktiv, Leute, bis 22 Uhr, das ist nicht mehr lange. Okay, im Höchstfall könnten wir 22.30 Uhr machen. Also ihr müsst das wirklich ausnutzen. Das tut mir auch echt sehr leid, dass wir nicht länger machen können. Also guck mal an da. Du musst schon um 9 Uhr weg. Ach Jonas, das tut mir leid. Ja Jonas, du. Das ist leider auch sehr spät geworden mit meinen Anfangen, ne? Aber ich konnte nichts dafür, wir waren gestern dafür zu lange auf Twitch unterwegs. Weißt du, wir waren ja gestern auf Twitch unterwegs, bis in der Nacht noch. Ne? Das hat natürlich sehr, ja, viel Zeit gekostet, der Stream gestern bis in der Nacht. Wir häckseln das Gras, ja. Da ist ja der Finn, der sich das Projekt gewünscht hat. Moinsen. Steht da Assistent. Assistent. Moin, moin. Grüß dich, Servus. Bin leider ein bisschen spät aufgestanden. Wann ich wieder live bin, erst wieder ab Wochenende wahrscheinlich, weil ich muss ja wieder arbeiten ab Mittwoch, ne? Morgen streame ich gar nicht, morgen bin ich nur unterwegs wegen meinem Auto. Da bin ich aktiv unterwegs wegen meinem Auto abholen und so, da haben wir einen stressigen Tag vor uns. Aber denn aktuell, was den NS betrifft und so, ab nächstes Wochenende ist wieder, ab Samstag. Und ja, ich komme jetzt gleich runter. Bin sofort da. Geht sofort hoch. Komme sofort zu. Ja, die muss gleich noch nebenbei essen. Natürlich jetzt mal sehr schön, dass man hier am Mähen ist, ne? So kann man nämlich gar nicht. Bis 17. Moin, moin, grüß dich. Junge, was zappelt denn diese Map so? Was ist denn da? Unnormal.
Ja, das stimmt, Bananenmilch. Das stimmt, da hast du recht. Gestern war extrem aggressiv auf was da gestern supportet wurde, das war heftig. Alleine schon Sebi, sein Support, der mit angefangen hat, der hat ganz schön reingehämmert, ne? Das war schon heftig. Und dann kamen noch Speedy und Jay dazu. Der ging ja richtig ab, die Alertbox kam wirklich nicht mehr zum Ende, Leute. Nee, es gibt keine Pommes. Es gibt heute Reis von gestern noch. Dann gibt es noch einen Fisch dabei und es gibt noch so ein Fleisch. Was Fleischiges, extra für den Hund. Sind jetzt schon seit 17 Monaten Mitglied hier. Ehrenmitglied sogar. Katharina, moinsen, grüß dich, servus. So, ich gehe mal im Runter zu den anderen Leuten, dass sie nicht so. Die wollen nämlich, dass wir runtergehen. Helge! Alter, Helge, falls du gerade im Chat bist, vielen, vielen Dank für das Spiel, was du mir geschenkt hast auf Steam. Ehre geht raus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dein Geschenk. Das habe ich ja auch das erste Mal jetzt, dass mir einer ein Spiel schenkt. Lull. Ehre geht raus. Vielen, vielen Dank. Gehen wir mal runter hier. Hallo. Hallöle. Hallo. Oh, eine Ehre von Helge. Ah, Dominik ist schon rausgeflogen. Schenkt mir Helge einfach mal ein Spiel. Moin Thomas, servus. Grüß dich. Bananenmilch ist Mitglied. Das ist cool, ja? Ja, das stimmt. Das ist richtig cool, dass er hier Mitglied wird. Bei der Ehrenmann. Funktionieren. Was? Wie funktionieren die bei dir nicht? Doch, die müssen funktionieren. Wenn du Mitspielen eingibst, Mods eingibst, muss das funktionieren. Das muss funktionieren. Ist Index hier nicht im TS? Ach so, aber ich weiß nicht, ob da reden kann. Jetzt. Guten Abend. Was ist mit diesem Dings los hier? Hunger stimmt mit dieser Map nicht so richtig. Das ist ganz leicht, aber nur. Das kann man noch verkraften. Aber trotzdem, das ist halt. Das ist ja der Fan. Finn Buchner. Er hat sich das Projekt gewünscht, Leute. Achso, Projektwünscher dürfen immer bis zum Ende des Streams draufhalten. Ne? Also. Immer. Die ganze Zeit, bis der Stream vorbei ist. Oder die Person so und so lange Zeit.
Und sollte der Server voll sein und hier Mitglieder aktiv sein, die mitspielen, ihr könnt gerne eure Mitgliedschaft einlösen. Ne? Einfach in den Chat schreiben, dass ihr die Mitgliedschaft einlösen wollt. Dann dürft ihr die ganze Zeit drauf bleiben. Ne? Dauerhaft. Aber nur bis 3 Leute, die aufnehmen, die das machen dürfen. Ja, wie messt denn du jetzt hoch und runter oder quer oder? Also ich fahre jetzt hier hoch und runter. Ja, super, es sieht unten der Einzelne. Da ist das besser. Okay. Hier du musst unten noch einmal zurückmändern. Ja. Na, halt ein bisschen klein die Flächen, ne? Ja, auf jeden Fall. 36 war das wo eigentlich. Ich bin schon zu der Projekt war es aber schon zu spät. Da mussten wir auch dann irgendwann los. Guck mal, uns geht's gut. Wir können uns nicht beklagen. Ich muss unbedingt mal sehen, dass ich einen Tisch hier bekriege und dann müssen wir hier mal die Seiten kontrollieren, damit hier endlich mal das B-Werk ausgeben kann. Das sieht ja so gefährlich aus. Dann machst du das nicht mit einem Joystick. Nee. Weil ich hier keinen Platz habe. Ich habe hier einfach keinen Platz auf meinem Tisch. Das ist sonst zu eng. Deswegen lasse ich das immer weg. Doch nicht immer die 2 Buchstaben picken. Die 2 sind das. Ja, wieso? Du kannst doch einfach STRGV drücken, dann gibt da alle Wörter aus. Ja, das meine ich ja. Du musst aber wieder 2 Knöpfe drücken, damit ich zu faul fühle, zu fein fühle. Kannst ja anders belegen. Also den Bogen musst du jetzt noch einmal runter zurückfahren. Ich kann nicht eine einzelne Bahn schwaden, das geht nicht. Eingeben, da ist das drin, wie viele Mods wir dabei haben. Weiß ich nicht. 100 einer geschrieben, 19. Ganz gut. Ah, 17, das ist Thomas da, das ist schon. Fischerhahn, moin moin. Komm in den Stream. Was? Jetzt kommt die Mutti? Ja, Marvin, dann hau raus deine Frage. Ich bin ganz ohr. Wann die hier wohl einen Beifahrermod rausbringen? Unbedingt Beifahrermod. Wenn man nebenbei Essen anstellen. Und dann Essen. Kann ich dir leider nicht sagen, Marvin. Das kriegst du doch selber raus. Du gehst auf meinen Kanal, Marvin, gehst in den Community-Bereich, suchst den Post raus, wo du es reingeschrieben hast. Ne?
Wenn du das gemacht hast, dann siehst du ja die ganzen Kommentare. Und dann guckst du die Kommentare an, die schon am längsten drinnen stehen. Und die, die am längsten drinnen stehen, die kommen noch zuerst vor deinen. Ja? Die werden alle nach und nach abgearbeitet. So lange dauert das. Es sei denn, man macht eine Angabe, wann man gerne sein Projekt sich wünscht. Das kann man natürlich auch machen. Wenn man jetzt natürlich sagt, man möchte, keine Ahnung, am 25.04. sein Projekt haben, dann kann man das, dann kann ich gucken, ob ich das hinkriege oder nicht hinkriege. Es sollte natürlich immer am Wochenende sein, wo ihr euch was wünscht, weil ich kann halt in der Woche nicht. Das wisst ihr, das kennt ihr. Deswegen. Sind die anderen schon am Häckseln oder sind nur am Mähen und... Nee. Ja, sorry, muss mein Mähwerk ausheben, noch bevor ich da jetzt drüber fahre. Die sind auch schon am Häckseln. Achso. Sind bei mir. Für den Hektar vielleicht hier unten brauchst du nicht viel mit Häckseln anfangen, weil... Aber bei mir. Nee, du hast das größte Feld, ja, ne? Feld 11 lohnt sich, deswegen bin ich auch hier hochgefahren. Scheiße, Alter. Oh, da kommen schon zwei. Wer hat ja eine Langeweile? Nee. Warum nicht? Hier muss mal einer herkommen und das Mähwerk übernehmen. Timo muss essen. Ja, ich muss irgendwie essen nebenbei, das ist alles... Dann stell dich auf Feld 11 oben hin. Ja, und was soll Syntax machen, oder... Ja, wir müssen jetzt warten, oder was? Hat dein Tracker GPS? Nee, hat er nicht. Das ist ja das Ding. Wie viel PS brauchen das Mähwerk, was er da hat? Häng das Mähwerk ab. Ich mähe mit meinem, weil der hat GPS. Hahaha, Bananenmilch. Wenn er GPS hätte. Das ist ja wieder die Projektleitung, die hat schon wieder so richtig schön schnell und hat vergessen, GPS mitzukaufen. Ja, kannst du das so anhängen oder nicht, oder? Jetzt häng ich den Schwader an, ne? Kannst du machen, ja. Schwader, ne? Das ist ja leider das Problem. Ich muss bloß schnell mein GPS umstellen, dass ich die richtige Breite habe. 10 Meter hat das, oder? Ja. Ich glaube, ja, 10 Meter. Ja, dankeschön, Thomas. Chat, wie geht es euch sonst so? Alles fit? Habt ihr gute Laune mitgebracht? Timo! Hm. Schmeckt's dir? Ja, fang aber jetzt gerade erst richtig an. Ich denk schon mal das Gewicht an, das ist doch irgendwie.
Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Wieso bin ich jetzt rausgetappt? Hat einer seinen Mähbeck noch hingestellt. Wer fährt eigentlich schon den Häcksler eigentlich? Mike, glaube ich. Ja. Passen die Schwaden? Sind was breit, aber es geht noch gut rein. Nee, den Bus habe ich nicht gefangen. Sind leider so. Mensch, Franz, muss die Hydraulik hinten ein bisschen zusammenschieben. Den Bus habe ich nicht gefangen. Ich habe ja den Sechskreisler. Ja, das soll sage ich, er muss halt schnell in den Editor gehen, muss halt schnell mit. Nee. Die Hexer sollen was zu tun haben. Da musst du mit dem Band. Na, hier oben, wenn du hier oben bist, sau. Ein Schwad, gefühlt drei Kipper. Also drei Wagen. Also die zwei Achser bringen hier mal gar nicht. Du fährst ein paar Meter und der Hänger ist schon direkt fast voll. Also gut so. Ich kann ein wenig länger fahren. Du isst eh noch ein bisschen, oder? Das sieht aus, bei Gildmo ist. Ah, dauert noch ein bisschen, warum? Ja, okay, ja, weil dann mache ich die Vorgewende dann zum Schluss. Also ich mähe die gleich so aus. Das ist gut, mach mal nur noch ein bisschen mit vorne. Warum geht das bei dir nicht? Du musst Nutz eingeben, ne? Großes N und dann Doppel. Also N, U, Doppel S. Eigentlich muss das funktionieren. Wenn du das so rausgelesen hast, Marvin, dann wird das vielleicht so sein. Ich glaube, so schnell bin ich auch nicht, dass ich dir so schnell in den Nacken reinkomme auf Feld L. Ne, das dauert ein paar Stunden. Ja, vor allen Dingen nur, wenn du drei Abfahrer hast. Der denn hier früher da sein als der andere? Vielleicht macht der andere Pause.
Finn, du kannst reden, ne? Weißt du, ne? Tobi, der hört dich nicht, der ist gemutet. Like ist aus, dankeschön, Dalina. Thomas, schön, dass du wieder da bist. 125 Likes schon, jo. Sehr nice, Leute. Echt sehr nice, in so einer kurzen Zeit. Einer Stunde. Das ist heftig. Hey, Zockt LS, moin moin. Kurz Hallo gesagt in die Runde. Was geht? Ich musste mich erstmal wieder erholen nach eurem Trip von gestern. Das war heftig. Eine Frage. Warum geht denn bei mir das Passwort nicht im LS22 auf dem Community-Server? Was gibst du denn ein als Passwort? Soll ich das laut sagen oder nicht? Ne, freilich kannst du es laut sagen. 1050. Ne, Nuss musst du eingeben. Hat er auch im Stream gesagt. Nuss mit großen N. Okay, so ist der nicht. Okay. Weil im TS steht's und da hier ist das Passwort noch als 1050. Das ist auf jeden Fall Nuss. Also doch ein Grund, es immer noch im TS zu schreiben. Wir haben es vorhin noch gesagt. Party. Hat Henrik gesagt, oh Mann ey. Party. Party Time. Franz, dankeschön für die 5 Euro. Party Time. Stimmt, wir können hier Party spielen. Sind ja hier nicht bei Twitch. Da können wir ja mal eine Party raushauen für die Likes. Ne? Und für den Support von Franz. Liebe geht raus, Chat. Liebe geht raus. Ist eigentlich jemand am Walzen? Ich hab die jetzt einfach nur dahin kommen, ist der Fisch. Ja, manche vielleicht mit der Fahrrad, es ist jetzt nicht so, dass man da nicht leisten kann zwischendurch. Luki, einfach mal jemanden anstupsen, der dir die Rechte geben kann. Bist du denn auf dem Server? Für mich auch ganz wichtig, ne? Immer auf dem Server sein, sonst krieg ich keine Talk. Hallo Sebi724, moin moin. Schön, dass du auch da. Eigentlich nicht. Ist Luca auf dem Server? Ja, ich bin auf dem Server. Ja, wo sind denn die Anhänger mit den Abfahrern?
Da steht eigentlich alles beim Händler. Oder irgendwo auf der Map verstreut, was die Leute stehen lassen haben. Junge, ist das ein großer Schwader, ey. Hast du den 6-Kreise? Ja, leider. Ja, ey, was heißt denn ja leider? Ja, einfach zu groß. Du hast auch den größten Track. Wir haben, also bei uns fahren die Schwader 2 Stück. Life, ja, die fahren nebeneinander bei uns. Ja, wir haben auch die Flächen dafür. Du musst auch große Flächen haben, sonst lohnt sich das nicht. Du musst gar nicht, das ist gar nicht ausgeschwadet vernünftig manchmal. Bei uns sind es ja keine Wiesen, die machen ja nur Felder bei uns, die riesen Dinger. Ja, zum Häcksler. Willst du wissen, was ich zu Ostern bekommen habe? Die Maschinen stehen denn doch. Was habe ich denn zu Ostern bekommen? Weiß ich gar nicht. Master, was hast du denn? Eine Frage, soll ich die ab, also auf der Map verstreuten Bulldogs einsammeln mal? Hast du gerade nichts zu tun? Nee, also eigentlich nicht, weil auf der BGA ist nichts zu tun zu planieren. Geh mal so Feld 11 und dann schreibt er mal mehr. Hey Finn, kommst du aus Bayern? Was? Ob du aus Bayern kommst? Ja. Man hört das, weil du Bulldog sagst. Ja, aber das ist angeboren halt. Ich komme auch aus Bayern, ich sag auch immer Bulldog. Da freut er sich, weil er nämlich auch aus Bayern kommt. Hier unten in Köln sind ja Nachbarn, wer weiß. Nee, glaube ich nicht, ich kenne keinen Film. Falk, sag nichts, du kommst ursprünglich auch hierher, okay? Hab ich was gesagt? Mein doch nur, Eschen, du freust dich. Du Eschenbacher. Natürlich freue ich mich, wenn ihr Landsleute sind, Mensch. Am Ende kommt er noch aus Franken. Knapp dran. Oberpfalz? Ja. Ja, ich auch. Dorfweite ist bei uns die Grenze. Wie? Bei uns ist ein Dorf weiter die Grenze zu Franken. Bruder, das könnte mal knapp werden. Also ich bin in 10 Minuten auch in Franken. Na siehst du, dann kommt ja fast alle aus der Nähe. Bei uns sind wir im Radl 10 Minuten. Im Auto 2 Minuten. Was für Landkreis kommst du? Radl! Oberpfalz. Landkreis. Neumarkt. Was? Neumarkt in der Oberpfalz. Ich komme aus Amberg-Sulzbach. Neumarkt, da war ich letzte Woche auf Lehrgang. Heute keine Glocken, nee. Was? Heute ist ein Glockentime aus. Baby. Ja, nein, Mokta. Aber dafür ist heute Party-Time, wie ihr schon geschrieben habt. Auch was, so ähnlich wie Glocken, nur halt mit Party. Das können wir ändern, Sebi. Aber das passt irgendwie nicht mit Blitz, Blitz, Blitz. Dann müsste man nur Glocken, Glocken, Glocken nehmen. Müsst ihr mit ihm sprechen, ob er mal einen so einen Satz machen kann, nur mit den Glocken. Also einfach nur mal klingeln lassen. Ich hab dich mit seinem Leben, Alter. Ich hab den letzten wieder angeschaut, was der da für Streams macht, der ist so fertig. Der muss dann am Abend Kopfschmerzen zur Hölle haben. Ich finde ihn sehr sympathisch. Also seitdem du uns den gezeigt hast, also wirklich.
Ja, im Endeffekt ist es schon. Ich finde das auch nice, dass er uns die Erlaubnis dafür gegeben hat, das zu benutzen. Ja, also er ist schon cool drauf, das muss man sagen. Also ich könnte das nicht, was er da macht. Ich würde sofort Kopfschmerzen bekommen. Aber die Leute feiern es halt, wie er da Party macht und so. Ah, jetzt langsam flippt das hier oben. Also ich fahr jetzt mal die Bulldogs eingefangen. Ich fahr jetzt mal die Bulldogs, die so auf der Map stehen wird. Der nächste. Ja, wir sind auch schon 13 Leute auf dem Server, ne? Ernsthaft? Ja. Nein. Ja, Falk, ich habe jetzt extra ein größeres Feld genommen, wo du gleich schwanen kannst. Das ist doch gut. Lockenthal. Kann man auch falsch verstehen. Was mit Lockenthal? Ohne Time. Man muss ja halt seine Grafik unterstellen. Ich glaube, dieser Dominik da, der hat kein gutes Internet. Baby, ich habe morgen noch einen Tag frei. Kann aber heute aktuell auch nicht so lange. Also nur bis 22.30 Uhr höchstens bald. Ich muss morgen früh, habe ich Termine. Morgen früh muss ich mich um mein Auto kümmern. Mein Privatauto muss ich nur abholen jetzt. Ja? Dann muss ich ganz früh losfahren, fahre nach Hamburg. Dann fahre ich dahin, hole die Papiere, bezahle noch den Rest, den ich da bezahlen muss für das Auto. Weil wir haben ja schon was angezahlt. Dann fahre ich mit meinen Papieren wieder hier zu mir nach Hause, melde das Auto an, fahre dann mit Tobias und Alina wieder hin nach Hamburg und hole das Auto an. Leider müssen wir das ja so machen. Und das geht's nicht. Wieso ist es nicht mehr rote Nummern? Weil ich keine roten Nummern kriege. Von wem soll ich denn die holen? Also bei uns gibt's also Autowerkstätten, da kann man. Ja, gibt's bei mir auch, aber das machen wir nicht mehr. Ja, also brauchst du das oder zahlst du 10 Euro und dann kannst du die Nummer halt den ganzen Tag haben. Du kannst eigentlich auch machen damit, was du willst mit der Nummer. Ja, machen sie aber bei uns nicht mehr. Hab ich schon nachgefragt. Das wollen sie nicht machen, die Werkstätten mehr, weil es schon zu viel Ärger damit hat. Ist ja das, bei uns ist das halt so. Bei uns gibt es halt viele Leute, die ich nur übers Ohr ziehen wollen. Die wollen das selbst. Bei euch selbst wahrscheinlich auch. Nicht so der Fall. Vielleicht bei euch nicht so, weil. Ne? Ist eine andere Umgebung, ist anders. Es sind die Leute viel netter wahrscheinlich. Aber hier wirst du von Grund und Boden verarscht. Das ist genauso wie derjenige, der den BMW gekauft hat. Der das Auto bis heute noch nicht abgemeldet. Da bin ich jetzt schon gerichtlich vorgegangen. Kann es sein, dass der Hannes gerade gekickt worden ist? Weiß ich nicht. Kann das nicht sehen. Weil auf einmal der ist so eine starke Kurve gefahren, weil ich bin gerade beim Händler. Fahr gerade an Bulldog zurück. Und auf einmal fährt der starke Kurve. Und auf einmal ist der weg. Okay. Ja, aber jetzt ist dein Internet weg. Finn, kannst du dein Mikro ein bisschen vom Mund weiter entfernen? Das klingt so komisch. Echt? Finn. Ja, das ist mein PC, den muss ich mir auf Ruhemodus stellen, weil der immer Leistungsmodus macht. Ah. Was ist denn das? Der ist so ausgehoben, der Schwab. Was macht der denn jetzt? Der muss das ausschalten, sonst macht der alles kaputt. Das Hochheben bringt gar nichts. Lass es unten und schalt einfach aus, sonst geht alles wieder kaputt. Mann, ey. Nee, alles neu machen. Wer ist denn da vorne mit dem Johnny?
Ich bin das. Ja, dann mähst du die Seite, Luca, und ich fahr vor auf die andere, ja? Ja. Dann können wir nur hoch und runter mähen. Hätte da jetzt ein Dauersalon drinne? Kann es sein, dass der Server gerade sowas von laggt? Nö, bei mir, also wenn, dann liegt das an eurem Internet, bei mir läuft das flüssig. Bei mir auch. Ich hab ständig 100 MS. Ja, was hast du für eine Internetleitung? Sau gut. Das heißt bei dir sau gut. Schau mal schnell nach. Schau mal nach, wie viel Mbit pro Sekunde du hast. Ich hab eine 150.000er. Schwader, kannst du nicht mal um eine Kurve fahren, ohne dass er was gegen muss. Du, der Grüne Schwader, da ist der Franz Schwerter drauf. Er ist ein Extra-Fahrer. Ich. Oh. Viel Spaß mit meinen Schwaden heute. Heik? Fahr ja nicht zu ihm, komm immer schön hierher. Er ist ordentlich ein Dinger. Und wieder den Schwaden mitgenommen. Ja, warum ruckt denn das so dolle? Was denn da los? Er weiß, was mit der Karte ist. Die Lok denn hier alle? Die Lok ist fehlerfrei und bei mir ruckt irgendwie gar nichts. Bei mir auch nicht. Ich kann normal ordentlich fahren. Voll geil. Hol den Fiat raus und ein Endfall. Ja, genau, Sebi. Das machen wir. Prima Idee, Mensch. Morgen früh er hat Timo schneller den Häcksler im Nacken, als er gucken kann. Ich meckere einen Hund, sonst mache ich was. Muss ich ja der Hexafahrer mit ihm mit dem. Also irgendeiner ist jetzt auf jeden Fall mit einer Häcksler losgefahren und steht alleine bei Feld 5 unten. Ich muss mal kurz meinen Computer starten, weil der laggt da wegen. Das ist dumm, man kann auf der Multiplayer-Karte die Namen nicht mehr sehen. Nee, kann man nicht. Hat LS leider ja geändert. Was ist das denn für ein Müll? Ja. Was sagst du was? Ich verstehe das jetzt nicht, warum da unten einer auf dem Feld steht. Richard. Wenn du einen Projektwunsch hast, dann bitte unter Projektwünsche gehen und da bitte das Projekt reinschreiben, ja? Weil im Chat nehmen wir die Projekte nicht an. Ey, Heiner! Jetzt? Oh, wir haben Ehrengast für uns im TS. Hallo. Hey Heiner, cooler Opa. Moin. Na, von dir hat man ja schon lange nichts mehr gehört. Wie geht's? Ja, ich war auch lange Zeit schwer krank. Oh. Es geht so. Ja, auf jeden Fall gute Besserung. So, du fahrst. Ja, es geht so. Ich werde auch nicht wieder gesund. Herzprobleme und das wird nicht gehen, aber ich freue mich, dass ich noch lebe. Von daher. Ja, habt ihr richtig erfasst, ich stehe mit dem Häcksler an Feld 5. Wenn ich was anderes machen soll, müsst ihr mir was anderes zuteilen. Also wenn du jetzt unten am Feld 5 warst, kannst du lange warten. Warum? Weil wir kaum Abfahrer haben. Wir tun gleichzeitig Man und Schwaden und oben fährt schon ein Häcksler und nicht mal der hat genug Abfahrer. Ja, der ist nur am Stehen.
Ja, dann ich habe drei Abfahrer. Soll ich doch Abfahrer lieber machen, oder? Ja. Okay, kein Problem. Heiner, kannst du dein Alter nochmal bitte geben? Wärst du so nett? Was kann ich machen? Mir mal dein Alter bitte nochmal sagen. Ich hab nicht verstanden, was du möchtest. Dein Alter, wie alt du bist? 63. Falk macht wieder Pause am Feldrand. Gut, dann müsste ich eigentlich den Status schon VIP hier kriegen, das haben wir gar nicht. Aber dann kriegst du dafür das Freundeszeichen. Zu welchem Feld muss ich denn kommen? Auf die 11. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich einen Abfahrer erst mehr bekommen. Wer wieder, ey. Oder ist der Dominik drauf? Ne Glocke. Falk, Feld 9 muss jetzt. Mal Selim mit oder ist unwichtig. Müsste beim BGA stehen. So ist Selim mit. Ist auf dem Anhänger aufgeladen, habe ich vorhin gesehen, dass ich durchgetappt habe. Ich weiß, dass da keine rote Wagen da am Shop stand. Ja, oder am Shop, keine Ahnung, ich weiß nicht. Entweder PGA oder Shop, keine Ahnung. Feld 9, Falk. Das unten, das neben der 4, wo wir vorher waren. Also ich bin jetzt wieder da, mein Computer hat ein wenig geleckt. Hauptsache du hast ihn nicht trocken gewischt. Oh Mann. Ich glaube, eine Wasserkühlung hat der keine, weil sonst würde der nicht so ruckeln. Ey, ich hab Wasserkühlung. Einmal und nie wieder. Welche Fläche bin ich hier eigentlich? Du musst einfach geradeaus fahren, Falk. Ja, einfach aber auf welche Fläche bin ich denn? Du bist auf Fläche 3 gerade. Wieso steht denn hier bei Feld 7 unten Aschwada? Ach, das bin ich da. Ah. Keine Ahnung, warum der da steht. Wahrscheinlich ist er auch reingegangen oder so. Soll ich den zurückfahren oder soll ich ihn da stehen lassen, weil es er noch nicht fertig schwadert? Du kannst doch einfach fertig schwaden. Das ist so geil eben, ne? Ihr habt euch richtig weggelassen, ne? Ihr seid aber auch welche Leute. Ja, ich hab ihm ganz ehrlich gesagt, muss ihm noch meinen Rest aufessen und deswegen hat das eben so aus. Im Stream, ja, das stimmt. Das ist lustig, ne? Das bin ich. Ich musste mich selber auch eben noch weglachen am Hintergrund. Weil das so lustig aussieht, wie der Husky mal am Kauen ist.
Ja, teilweise hältst du dich so Kopf mit dem Strich, dass du da einfach unter dem Tisch essen würdest. Da steht so ein Schemel, Tobi, da steht der Teller auf unterm Tisch, da ist zwischen seinen Beinen. Nur noch die 100 Bögen extra zum Napf, wa? Ja, das ist für die Bewegung, dass du wieder Kalorien verbrennst, wenn er welche zu sich nimmt. Was mit Luca hier oben? Einen guten Hunger. Hoch und runter, mein Luca, nicht uns quer. Uns geht's gut, dankeschön. Hallo, Bellena, ja, moin. Servus. Hallo, wo will der hin? Ja, auf jeden Fall bin ich fertig mit Essen, Leute. Jetzt können wir wieder ein bisschen weiterarbeiten. Ruhig, Bruno, ich bin doch da. War halt jetzt so... Seid froh, dass ich hier gegessen habe und nicht jetzt am Tisch, weil sonst wäre das wieder so, dann wäre ich wieder eine Stunde weg und dann eine halbe. Und dann hättet ihr halt die ganze Zeit Standzeit sehen müssen. Das habt ihr eben sowieso, aber zumindest war ein bisschen Unterhaltung, das hast du ja, das macht. 15 km/h, wenn du mit Tempomat fährst. 15, ja. Luca, mäh mal bitte hoch und runter und nicht quer. Das bringt nichts, quer zu mähen. Da ist die Fläche kleiner, da mähst du ewig. Du drehst mehr um, als wie du mähst. Mhm. Hoch und runter mähen, nicht quer. Genau, Sebi, dann hättest du einen leeren Husky-Stuhl gesehen. So sieht's aus. Am meisten ja mitgefolgt. Keine Ahnung, was er gesagt hat, man hat nichts verstanden. Da mache ich in der Mitte komplett durch. Dann mähst du die andere, die rechte und die linke. Warum bist du denn in der Mitte, man? Mäh halt einfach von der anderen Seite vom Rand her voll. Und gut ist, dann braucht man nicht durchstechen, deswegen. Einfach hoch und runter fahren. Ein Tipp bitte, wo ist die BGA? Da bist du gerade dran vorbeigefahren. Das ist da vorne so leicht versteckt. Neben Feld 32 und 27 da in dieser Rundung drin. Okay. Aber eins muss man lassen, es war eine leckere Hundemahlzeit. Aha. Ja, Reis mit Tomatensauce dabei. Mhm. Schön Fisch. Ey, hör mir auf mit Fisch, ich hasse Fisch. Fisch, lecker. Boah, so eine schöne Regenbogenforelle. Und dann gab's dann noch so ein bisschen Fleisch zu, aber bei dem Fleisch muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man die Fleischstückchen noch mal im Laden bringen und denen dann noch mal um die Ohren schlagen, weil da ist nämlich kein Käse drin. Finde ich ein bisschen, also nicht, zumindest zu wenig Käse. Jetzt weißt du auch, Timo, wann die waren das? Das Fleisch ist nicht gut. Nur von einem. Hauptsache, er kann es bemängeln. Hast du denn auch Pansen schon gehabt und Lunge? Nee. Was esse ich nicht? Och, der ist, machen deine dritten Zähne nicht mit, was? Nee. Das machen sie nicht mit, das geht so nicht. Rainer, hast du gefunden? Ich habe die BGA gefunden, ja, aber nicht die Zufahrt. Ich habe die falsche genommen, glaube ich. Boah, ihr solltet mal, wenn ihr die Schlepper zusammenstellt, mal ein bisschen Schlepper nehmen, ein bisschen mehr Wumms. Kannst ja schieben hier, bist ja schneller. Du bist so schneller. Ja, du, ob man jetzt ohne GPS-Tracker bekommt oder ohne Leistung, das ist ja... Es kann halt bestimmt auch sein, warum die hier nicht mehr hinter mir Chili herkommen. Ob ich schon mal Chili gegessen habe? Ja, probiert, aber
Nicht mein Fall. Muss man Chili con Carne essen, da geht's im Magen richtig rund, Alter. Das esse ich sowieso. Und jedes Böhnchen gibt Tönchen, ne? Der Bone, das ist auch sowas, der Bone, damit kannst du mir auch weggehen, Alter. Chili con Carne sind doch Bohnen. Ja, deshalb esse ich's ja nicht. Das Böhnchen-Tönchen. Chili, ich glaube, ein Reiz. Musst du mal Elefant oder Krokodil probieren? Nee, lass mal, die Elefantenhaut ist mir zu dick. Aber Krokodil schmeckt gut, muss ich sagen. Känguru auch. Nee, ich hab Bock auf Leder und Gummi. Du sollst ja Fleisch essen, nicht die Haut. Das ist wie wenn da beim Fisch außen die Haut ist. Du sollst ja dann innen drinnen essen. Es Rindschwein und Geflügel. Was, da hängt der? Was hat du schon geschrieben? Da hängt der Mors in. Im Brand. Ja. So, wie ist das? Ist genauso, wenn du beim Türken Döner bestellst. Kann auch sein, dass du da Katze oder Hund bekommst. Nee, das beim Chinamann. Nee. Das kann ja auch beim Türken passieren. Wer weiß, was auf dem Spieß da alle drauf ist. Ja, das weiß man nicht so gut. Der kann da genauso nur innen drinnen ein Stück. Der kann innen drin auch ein Stück Pappe hineinsteckt haben und außenrum nur, wenn wir mal Fleisch drauf geklebt haben. Entschuldige, MP, habe ich zu spät gesehen. Was heißt denn MP5? Das ist ja eine Waffe. Eine Waffe? Ja. Habe ich auch, aber in der Hosentasche. Marvin, das ist gut, dass du was gegessen hast. So muss das sein. Ich finde die Sprüche von Rainer immer so geil. Bin davor oder auffahren? Rainer? Ja, bitte. Ja, bitte. Nee, Rainer, habe ich gesagt. Rainer. Ach so. Weil er Rainer gesagt hat. Er heißt doch Heiner, oder nicht? Ich heiße Heiner, ja. Aber ja. Es gibt auch noch einen Rainer, vielleicht. Keine Ahnung. Bin davor abladen oder rauffahren? Vorne dran. Manche würde aber nichts stehen lassen. Hallo? Keine Ahnung. Ich habe gerade eine Hälfte stehen gelassen, ja, ich war weggemacht. Ich glaube, wir kommen da heute nicht mehr zum Häckseln, habe ich so das Gefühl. Wer kommt nicht mehr zum Häckseln? Ja, wir. Nö. Dann meinst du ja bis morgen an dem Feld. Wie viele Felder sind da schon, Matt? Keine Ahnung. Die halbe Map? 4 oder so. 5, 6. Ja, für die Dreiviertelstunde wird es doch nur lange im Häckseln. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Felder. Hier Matt, was davon nicht schadet, ist keine Ahnung. Bananenmilch macht sie also dünne Frau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Bananenmilch. Hau rein, bis zum nächsten Mal, ne? Lass dich nicht ärgern, ne? Vielen Dank für die Mitgliedschaft bei uns. Willkommen auf jeden Fall zurück. Als VGS-Mitglied. Und, ja, bis dann. Also 10 Felder sind schon gemäht und 20 müssen noch gemäht werden. Aber das streamt die eh immer so lang. Scheiße. Ausmachen. Und wieder den Schwad ruiniert. Ach, was hat er jetzt wieder angestellt?
Ey, mein Abfahrer ist ja weg. Einfach rausgeflogen. Ist ja nichts Neues. Der Dreck ist eben. Und ihr seid ja wahnsinnig. Heute 150 Likes hier bei uns. Ach, das ist jetzt an dem Post oder was ist da los? Seid ihr. Ach, der Hannes will mit dem Dings tauschen. Schaffen wir ja locker bis Ende vielleicht sogar noch 200 Likes, ne? Das wäre ja richtig irre, wenn man die Gold kriegen. Was wäre denn eigentlich, wenn die nicht nur Likes geben würden, sondern auch mitspielen würden? Besser. Mitspielen ist ja noch viel, viel besser, weil dann kann man vielleicht schneller gehen. Aber ein Nachteil für euch, weil umso mehr Spieler mitmachen, umso öfters müsst ihr wechseln, denkt mal. Ja, besser. Finn, du schnaust in der Nase, mach mal Mikro weg. Was Finn? Bin nicht, das ist mein PC. Dein PC schnauft? Dein PC schnauft, wollte ich auch gerade sagen, Mensch. Bist du voll? Den möchte ich immer haben, der schnauft. Wenn der atmen kann, nur dann. Aber eher der Finn müsste seine Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen lassen. Ja, das außerdem. Also bei mir schnauft immer nur meine Frau, wenn sie wütend ist. Ja. Oha, und dann würde ich aber meine Beine in der Hand nehmen und weglaufen. Was sind denn die Katzen schnaufen ja auch immer. Dann würde ich meine Beine in der Hand nehmen, habe ich gesagt, und weglaufen, wenn meine Frau anfängt zu schnaufen. Ja, Heiner. Ja, bitte. Schnauf die auf, wenn du deine Waffe durchlädst. Sintex, das gehört hier nicht her. Ich bin noch nicht im Wilden Westen hier. Er hat es nicht verstanden. Ich hab's verstanden, ja. Auch in meinem Alter noch. Warte mal ab, bis du da hinkommst. Bis du alles mitgemacht hast, mein Lieber. Alter, schön. Da möchte ich nicht mehr leben mit 30, 40 Jahren, Alter. Wer weiß, was da ist, Alter. Da fliegen sie mit Hubschrauber in der Schule. Wie macht man alles die Hintergrundgeräusche aus? Oder leiser? 90 den Einstellungen bei TS. Also um auf das Einstellungen. Du musst mit der Maus rechts klicken. Dann siehst du auch schon. Ist auf Option und dann kannst du da unter deine Wiedergabe und sowas kannst du das einstellen. Muss ich dann Hintergeräusche entfernen auf minimal oder maximal? Eigentlich wäre es, wenn du mit dir einer eben kurz einen Channel weitergeht, irgendwie auf das mal. Voll. Also gehst du oben auf Extras, bist du da drauf, ja, ne? Und dann gehst du auf Optionen. Ja. Dann gehst du auf Aufnahme. Ja. Und dann stellst du erstmal das so ein, dass du da in der Mitte, da steht irgendwo Mode. Ja. Was stellt man da so einen Haken rechts? Also so ein Pfeil nach unten. Schau mal rauf. Ja. Was steht da? Also was steht da drin in dem Fenster? Automatisch, Volume Gate und Hybrid. Ja, dann stell das mal auf Volume Gate. Ja. So, und dann hast du eine. Dann hast du da unten drunter ist so ein. Naja, es ist so eine Art. Da sieht aus wie so ein Lineal mit so Zahlen dran. Und da musst du mal gucken, wie hoch das eingestellt ist, die Empfindlichkeit. Was steht die? Minus 40. Minus 40, ja, die musst du höher stellen. Die kannst du auch. Ich hab meine. Wenn du das höher stellst, geht sein Mikrofon noch früher an, ne? Das ist dir bewusst, oder? Nein, geht's nicht. Ist das andersrum? Andersrum.
Also. Du musst es auf, stell es mal auf, stell es mal auf 0. Und dann probierst du das nochmal aus. Und wenn du dann, dann kannst du auch noch hier unten so ein paar High-Häkchen reinmachen. Hier Echo-Dämpfung und so, das kannst du alles einschalten mit einer Granate. Echo-Abweichung und sowas, das kannst du alles einschalten noch mit einem Pfeilchen und dann auch anwenden und okay. Und dann kannst du ja mal versuchen, hier zu reden. Hast du es gemacht? Hallo? Ist er noch da? Jetzt ist dein Mikro schon geschaltet. Jetzt geht's nicht mehr anscheinend. Nee. Er ist doch noch da. Er hat doch gerade geredet. Moin. Ja, jetzt geht's so. Vielleicht musst du es dann noch ein bisschen runterregulieren. Vielleicht musst du es noch wieder ein bisschen auf minus 10 machen. Das kommt jetzt drauf an, wie du rüberkommst. Wenn du natürlich zu leise sprichst, dann kann es sein, dass das Mikrofon nicht aktiviert. Also musst du das auf nur stehen, 10 vielleicht stellen oder so. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Das muss man so ein bisschen variieren. Du kannst auch Teststarten machen, ne? Da siehst du das, wie weit dein Pegel hochgeht. Wann es aktiviert, siehst du dann. Dann siehst du das ja. Dann kannst du den Pegel so, kannst du den dann einstellen. Minus 10, 100 und 0 geht's immer. Ja, machst du so zu auf. Machst du so auf. Ja, machst du so auf. Etwas unter 0. Wir kippen da ständig aus dem Silo raus. Machst du so auf minus 10 oder so, dann passt es. Ja, nicht schlimm. Chat, lieber so, mit dem Schild, da kannst du es nicht von ganz vom Boden weg tun. So funktioniert das, Chat, ne? Oh, Tobi ist auch. Voll das geile Lied, Leute, Alter. Ed Sheeran ist geil, verkauft. Das ist ein geiles. Will mal wer anders schieben. Das ist sogar mein Lieblingslied. Ben, servus, grüß dich, moin. Ah, bis 22.30 Uhr können wir uns erlauben. Das ist aber auch das Allerhöchste, länger mache ich nicht. Dann gib mal Gas, dass du dafür bis dahin fertig bekommst. Oh, jetzt kommen ja Abfahrer angeflogen. Mann, wie ich fahre hier, was ist doch immer noch. Nicht bestanden. Ja gut, 31 kann es eventuell werden. Wegen der Abmoderation. Meist geht die ja ein bisschen länger immer. Ne? Ich würde ja echt gern länger machen, Leute. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich einfach zu gut, Chat. Ich würde echt gerne Überstunden machen, ohne Ende. Aber nicht, wenn ich Termine habe. Das ist halt das scheiß Problem da. Das ist ja das. Macht's auch mit Abfahrer. 90. Voll. Bin jetzt auf Feld 7 am Schwaben, ne? Wie, du bist hier mit drauf? Ja. Ja, na klar. Feld 7 bin am Schwaben. Danke, Tobias, dass du das machst. Scheiße, ich glaube, ich muss pinkeln.
Aber der Hasen muss sein Beinchen heben gehen auf Gelände. Na dann aber schnell. Wieso schnell? Muss da jemand rauf? Nee. Macht einen Finder. Ihr muss gerade noch was anderes schreiben bei mir. Da. Ein Abfahrer fehlt noch. Ja, Finn guckt irgendwo hier unten herum. Keine Ahnung, was der hier will, aber... Ja, das Spann habe ich vom Händler erst geholt. Ja, und der Hexer ist komplett in die andere Richtung. Ja, deswegen fahre ich jetzt rauf. Hey, das Navy Schaf. Dankeschön für den Euro hier. Im Chat, Dankeschön. Willkommen im Stream. Was will denn die jetzt? Mein Gott. Werbung haben wir auch gleich reingeballert. Das ist ja auch eine. Wer ist denn das Navy Shark? Navy Sharp Acker. Oh. Lustig, Boss. So, ich komm gleich wieder. Mr. Sandra. Hey, nein, gleich fertig. Hast du noch viel dazu schwaden, Tobi, oder? Ich hab mich ja komplett hier hinten. Wenn man Zeit hat, kann einer auf Feld 7 auch schon abfahren. Welches Feld müssen wir jetzt? Ich fahre normal Feld 1. Immer noch 11, glaube ich. Machen. Feld 11 ist abfahren. Navy Sharp. Nee, sagt mir jetzt auch nicht der Name. Dann ist es aber schon länger her, als du mal hier warst. Achso, ich bin übrigens wieder da. Ach was. Ja, hier gab es eine Massenkarambolage. Oder ist das einfach nur Hängerwechsel? In der BGR oder was? Nein, das ist nur KI hat mich weggerammt. Da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen, wenn du bist, weil das ist
Aber ich glaube, deinen Namen habe ich schon mal hier im Chat schon mal irgendwann gelesen, aber das ist schon. Das ist dann aber sehr lang. Ja, Hunde haben ab und zu mal Gedächtnisverlust, das weiß ich wohl. Ja. Timo. Brauchst du noch einen Schwader oder willst du es alleine machen? Nö, ich brauch meinen eigentlich nicht mehr. Weil ich habe hier oben meine 5-6 Special gemacht und. Ja, boah, Franz, jetzt kommen wir Abfahrer, drei Stück hintereinander. Franz, ich merke gerade schon wieder den nächsten Schlag, also eigentlich kannst du mal runterkommen. Ja, nur einer ist ein bisschen zu schnell. Ja, der hat das Gaspedal wenigstens gefunden, nicht so wie ihr. Ja, meine, ich fahre ja schon volle Pulle. Ja, bis er da mit seiner Krücke nach vorne. Ich mal kurz ein ganz bisschen. Ja. Was hat denn Timo? Timo hat 900, oder? Der fährt 942 und 6 Kreisler, aber irgendwie will ich nicht. Das ist wie wenn einer mit einem 4er und einem 1 Kreisler fährt. Ja, ich bin aber noch dran, keine Angst. Ich hab einen 700er dran, ey. Ja, habe ich vorhin auch. 700er und dann Krone. Jetzt mehr ich Schmetterling mit 700er. Ach stimmt, der fährt ja 80er Trecker. Wir sind noch am Häckseln, ja. Oder beziehungsweise schon am Häckseln. Ja. Hans ist schon reingeschrieben, ja. Ja, die sind mit der 11. Auf einmal machen. Die sind mit der 11 gleich fertig. Multitasking nennt man das, Falk. Mike? Ja? Wie sieht's denn aus da oben? Ich hab noch 4 Reihen. Die 5. fange ich gerade an. Falk, der sagt, gestern mit seinem Hahn richtig geiler. Ja, dann hast du unten mit der 18. Kannst du mit der 18 weitermachen. Okay. Du hast die 18, 17, 16, 15, alles noch vor dir. Ah, ich hab genug. Ja, du hast wirklich genug. Wie viel schaffst denn du immer pro Spur, wie viel war? Also für eine komplette Bahn, da brauche ich 3 Hänger. Ja, dann guten Morgen. Essen Gaming, morgen geht nichts. Ne? Morgen sind wir nicht live. Erst wieder am Wochenende dann. Aber hier fährt jetzt ein Cargos, der fährt jetzt hier, da passt ja auch ordentlich was rein. Was? Baby Shark, Alter. Dankeschön für die 99 Cent hier und super Sticker. Und bitte auch Flo. Vielen, vielen Dank. Schade, dass unsere Alertbox nicht funktioniert. Die funktioniert nämlich schon wieder nicht. Na, 20, ich bin auf 23. Aber bei den Superstickern sowieso nicht. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Liebe geht raus, Chat. Liebe geht raus. An die Supporter. Hi. Weißt du, ich habe oben 2 Vorgewände gemacht und er macht nur eine. Also echt mal eng. Ja. Ja, mit dem Schwader geht das nicht. Na. Der lässt immer was liegen, wenn ich um die Kurve fahre. Jetzt wäre der Schwader schuld. Immer der, der den Schwader fährt und fliegt. Ein Himmelreich für eine Ausrede. Reicht doch so. Was willst du da gefunden? Das ist wie beim PC. Das ist immer F40. Der Fehler sitzt 40 cm vom Bildschirm weg. In dem Michelin und in dem Cargos, da passt bis jetzt am meisten rein. Franz, fahren wir mal abfahren? Krone und TX. Die KW-Kurve. Ein TX, eine Schwarz. Wieder im Abschieber nehmen und zusammenpressen hinten. Zurückfahren bis hinten die Klappen raus, bieten dann und nochmal einladen.
Bist du schon da, Franz? Jo. Ich mach gleich das zweite außenrum. Jo, Ben, ja, ist ich würde erst ja bei Timo anfangen, aber er will mich ja nicht. Mensch, dann komm mit er hier. Hier ist das doch egal, auch dann wir werden fertig. Ja. In 30 kommt er wieder. Ja, mach doch da schnell fertig und dann. Ja, ja, hast du 10 Minuten. Ja, derweil werde ich es auch unter ihr mäht haben, hoffe ich mal. Norina, einmal reicht, ne? Bin einmal reicht, nicht so oft im Chat da. Also einmal, also nicht hintereinander schreiben. Wir bräuchten hier mal noch einen Schieber. Ja, mach doch. Ich kann nicht vernünftig schieben. Nächstens mal jemand, der es zugibt, dass er sagt, er hat da so ein bisschen Probleme. Nicht so wie die anderen wild auf her und dann so eine Scheiße bauen. Ich bin halt ein Vernünftiger. Da kommt der Heine an, das ballert eh. Der jagt den Trecker auch bis zum Begrenzer, wa? Ja, der ist bestimmt schon im roten Dreh. Wenn der neben mir steht, da hörst du schon Turbola dazwischen, dass der schon reise sei. Das Kuga fehlt irgendwie noch im LS. Da könntest du mit Heck da machen hier. 5 Mehrwerke, 15 Meter Arbeitsbreite. Ich bin da wieder da, ich lass mal direkt fahren, muss kurz essen holen. Ja. 80. Und voll. Oh, da steht der zweite Hexer schon davon. Aber wir sitzen da drauf. Keiner, der steht da nur. Also auf der Map sitzt keiner drinne. Das jetzt entfernt, ne? Weil du ja vorhin geschrieben hattest, dass du das gerne dann abgeben möchtest, ne? Freiwillig. Ich hoffe, dass es auch in Ordnung für dich ist. Und dass du das auch wirklich willst. Weil hier halt Leute raus und die wirklich sehr, sehr unaktiv sind. Ganz wenig. Ich bin ja fast aktiv immer. Ja, aber leider keine 16, deswegen kannst du dich nicht übernehmen. Ja. Aber weißt du, was schön ist, Rina? Jetzt sehe ich wenigstens den grünen Namen. Das ist auch viel. Das ist auch schön.
Jetzt kann ich immer, wenn du reinkommst, den grünen Namen lesen. Der Moment, wo deine Mutter rein. Baby, was ist denn los? Sebi, was ist denn los, mein Lieber? Was hast du denn? Warum denn so einen überlegenen Smiley? Hab ich was verkehrt gemacht? Sebi, was sagst du? Nächstes Wochenende? GTA 5 online? Samstag? Warte mal, andersrum. Sonntag? Mach das mal Samstag. Mach mal lieber Sonntag fürs Projekt. Sonntag. Ja, weil da ist Twitch und dann sind da nicht so, weißt du, so. Fürs Projekt ist Sonntag, ne? Ja, genau. Ja, aber das ist dann YouTube, ne? Das ist mir eigentlich relativ egal, wo wir das machen. Von mir aus kannst du das auch bei Twitch machen. Was soll denn, wie soll das überhaupt ablaufen? Arbeiten wir da mit Harvestern oder ohne? Ja, mit die Kettensäge wirst du keinen Wald abholzen, oder? Ist es nicht. Ja, du kannst dir gerne mit der Kettensäge... Ich würde empfehlen, dass meine Hexe, weil dann nur die Hexe nicht wird. Du kannst dir gerne mit der Kettensäge arbeiten, also ich nehme mir einen Harvester. Ich auch. Ich fahr doch nicht mit der Säge da durch die Gegend, mit der Hand sägen. Ja, vor allen Dingen ist das ja auch schwierig wegzurücken oder so. Du kriegst eine Fiat und eine Seilwinde und dann kannst du Holz fällen. Wobei, vielleicht sollte ich auf Brückewagen fahren, weil das kriegt irgendwie die meisten ja wieder nicht hin. Da will eh nicht jeder mitspielen. Da spielen die Leute mit, die muss beherrschen und der Rest. Du weißt, wie das ist beim Forst. 90% können eh nicht. Wo ist denn das? Ist das LS20 oder? LS22. Hab wohl mal vergessen. Jetzt natürlich. Forstprojekt, wo ist? Mit der Harvest. Oder mit dem Rücken. Kannst Skidderpfanne, wie Langholz machen, Falk. Was? Kannst Skidderpfanne, wie Langholz machen. Wie? Kein Kurzholz? Das machen wir danach. Erst müssen 6-7 Sattelzüge Langholz gemacht werden, weil ich damit schon angefangen habe gestern. Okay. Und dann so den Fuhrpark so ungefähr aufbauen, wie du da hast, oder wie? Wir spielen auf dem Server mit dem Fuhrpark. Achso. Wir spielen auf meinem Safe-Game. Das schon mal sehr nah. Ja, ich spiele danach weiter. Ich spiele auf dem Safe-Game schon über einen Monat. Ach, Christian, wir haben doch noch nie ausprobiert den Force im LS22. Ich habe noch nicht eine Maschine, jetzt ohne Scheiß, Leute, seitdem LS22 raus ist, noch nicht einmal eine Force-Maschine bewegt. Ja, das sind die Leute, die es nicht können und die sagen halt, das für ein Arsch ist. Ja, ich mache mit einem Freund, wir haben auf der die Leute, die mit Maus und Tastatur Forst spielen. Auch nicht sogar. Wir haben auf dem, weiß nicht, wie die Map heißt, die haben wir schon komplett abgeholzt. Oh, Sebi, hast du das noch nie beobachtet, wenn ich mit Nahwester fahre? MLS? Oha, dann wird's aber Zeit. Hey, jetzt immer schwer verletzter Sebi, der Hubschrauber habe ich schon angefügt. Also eigentlich bin ich eigentlich sehr gut darin, ja. Ich hab's ja auch schon in Real Life gemacht. Mit einem Harvester noch nicht in Real Life, aber mit einem Rückzug. Ich habe ja schon ein Jahr lang als Rückzugfahrer gearbeitet. Das ist eine Scheißarbeit, sag ich dir. Da drehst du durch, da hast du dich aus. Da kriegst du da bestimmt Rückenschmerzen. Wenn da alles noch sind, oder? Moin, ich bin auch mal wieder da. Moinsen, hallo Syron G. Was steht da? Die Kokosnuss. Ja, das ist die Kokosnuss. Die Kokosnuss. Ich weiß, dass man lachen kann. Mensch, fahr doch mal deine Bahn mal gerade, Mensch. Ja.
Ja. Er hat doch keinen GPS, Mann. Wie soll er denn gerade schwanen mit den seinen schiefen Hundeaugen? Mit den Schlitzi-Augen, meinst du? Oh mein Gott. Das Lied kommt ja schon wieder. War das nicht eben schon mal gehabt? Die Wiederkommen passt immer gleich, glaube ich. Oh, voll das geile Lied. Sansa Kutoro, Lotenzo ist auch geil. Kann man hier eigentlich auch ein zu verändern? Also, dass man jetzt zwei Bulldogs tauscht? Warte mal, was? Kann man es machen, dass man den einen Deutz, den Deutz 7250 Vario, mit mal für Holland tauscht? Weiß ich nicht. Also, musst du ein Husky bringen, nicht mehr in jedem Husky. Basti, dürfen wir zwei Bulldogs tauschen? Ist doch eh gleich Schluss, da braucht ihr nicht mehr groß rumtauschen. Ja, wenn ich mit Fall 1 fertig bin. Ich hab noch zwei Bahnen hier drin. Bahn. Austauschen, kaufen und austauschen, oder? Nee, so zwei Bulldogs tauschen. Ach doch. Ja, denn du willst jetzt einen gekauften haben. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Nee, nur zwei Bulldogs, die schon da sind, tauschen. Kein Problem, krieg mal. Schan, er meint das doch nicht. Klar darf man den Schan. Irgendwie nächste Woche habe ich mir überlegt, dass wir dann, also wir machen das folgendermaßen, Freitag, je nachdem wie ich jetzt arbeiten muss, habe ich mir überlegt, dass wir einen Tag GTA machen, dann machen wir einen Tag dein Forstprojekt. Oh, das ist heftig dann. Und dann eventuell Alter. Zwischendurch irgendwie mal gucken, ob wir dann dieses Spiel spielen, dieses Rocket League da. Das wünscht sich nämlich der Marvin. Ich kann da natürlich mitspielen bei Rocket League. Oh, wie heißt er denn jetzt? Unser Philipp Schulze wünscht sich das mal, dass wir das. Ich wünsche mir mal blinde Kuh. Können wir das auch mal spielen? Ja, können wir machen. Was willst du spielen? Mit BH oder wie? Ja. Nur mit Mädchen. Dreckerfahrer, Teamwork, mit dem Sohn. Oh, mit Fell 1 schon mal völlig hier, du. Ich endlich mal einen schnellen Bulldog. Autos fangen ja aber auch wieder. Ja, Christian, das kommt immer ganz drauf an, wenn man das nicht von jeher kennt. Also ich sag mal, wenn man damit nicht aufwächst, dann kann man das eigentlich. Nee, das stimmt schon. Das ist ja auch nicht böse gemeint oder so. Es ist halt nicht einfach. Also ich kann immer nur jedem empfehlen, der Forst im LS machen will. Ihr müsst ein Lenkrad besitzen am besten und Joystick, am besten zwei Stück sogar, nicht nur ein, zwei Joysticks, damit könnt ihr das am besten steuern und am einfachsten steuern. Wenn ihr das per Tastatur oder Maus macht, das könnt ihr vergessen, das ist scheiße, da könnt ihr nicht schnell arbeiten und das ist alles nicht so einfach per Maus und Tastatur, das ist so schwer und das geht auch viel zu langsam. Naja, wir haben jetzt seitdem der LS22 rausgekommen ist, haben wir eine komplette Map, ich und der Freund, und also zu dritt haben wir eine komplette Map abgeholzt. Oha, geil. So, und wenn man es dann noch richtig ordentlich machen will und so wie in Real Life machen will, dann muss man das wirklich dann so machen, wie man es in Real Life macht. Ne? Das Holz sortieren nach Länge, nach Größe,
Und so weiter. Was los? Hä? 500. Finn, der bleibt die ganze Zeit immer. Hans, wo bist du jetzt? Ja, weil wir mir leckt. 21, fahr es einfach gerade hoch. Gott sei Dank war ich gerade gegen Baum. Das Profilbild werden wir auch noch ändern, ja. Aber da habe ich im Moment noch kein Bild, was wieder rein kann. Ich muss das dann auch drinnen. Mal sehen, dass wir hier nächste Woche mit deinem Projekt vielleicht noch oder so irgendwo noch weitermachen. Ne? Ist ja noch nicht ganz zu Ende, ne? Also Feld 7 ist jetzt gleich fertig, da kann jemand hier anfangen, das abzuholen hier, das Gras. Ja, die sind ja mal fertig. Ich hab noch nicht mal 11 fertig. Weil ich, War du links, oben runter. Die links. Rechts. Dann links vom Feld. Ich bin jetzt hier unten. Oh, letzter. Ja, ich komm von rechts. Wieso, wenn seid ihr zu dritt hier mit dem Schwan oder was? Bin alleine. Du bist doch links da von mir, oder nicht? Ja. Ja, und wieso soll ich dann. Hä? Hä, du bist links. Ja, wo du jetzt gerade bist, da fängst du an. Ja, das ist aber von meiner Seite, wo ich gekommen bin, rechts. Ich hab noch nicht mal fertig gemacht, sonst. Egal, ich komme jetzt trotzdem dahinter. Weil wo das Index ist, da komme ich jetzt. Ja, du kannst ja einmal rumschwaden. Ich habe extra zweimal rumgemeldet, nur ich habe noch drei Bahnen. Du machst jetzt erst das Vorgewende, ne? Ja, wenn du fang halt mitten drinnen an. Ist dann mach das Vorgewende noch bis hier unten runter und ich fahr schon hier die Bahn hoch. Ich habe noch zwei Bahnen, dann kannst du schwaden. Leute, es ist ja in der letzten. Jo, alles klar, Heiner, mach das. Macht's gut, ich schläf bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, Heiner, tschüss. Bis dann auch rein, ciao. Bin jetzt in der letzten Bahn. Wie lange hast du gebraucht? Da ist du schon dabei, war bei Rocket League. Seit Anfang an bin ich jetzt schon auf der Fläche. Ja, dann. Mike, dürfen wir danach eigentlich nur wegen weiterspielen? Denke ich schon. Macht wer mit? Ich könnte. Also bei Fortnite, da bin ich mit, ja. Aber wirklich lieber auch. Komm, können wir den Server laufen lassen, ja. Mich stört das nicht. Solange keine Scheiße draufgebaut wird. Ich passe auf. Danke dir, Franz. Ich bin dabei. Ich bin ja auch da. Ja, die Scheiße wollen kommen. Jo. Ich ja. Bin auch da, ne? Wir sehen wir. Ich kann auch noch. Natürlich noch mähen für euch. Okay. Ich glaube, mähen würde ich jetzt mal sein lassen, die wird eher fahren. Weil Felder haben wir genügend. Na gut, komm ich mal. Komm dann fahr ich den Träger zurück. Weil ich mit davon. Und hier bis nach Hamburg fährst du aber auch ein paar Stunden, wa? Das ist kein Katzensprung von euch da, wa? Ja, nee, ich hab das schon verstanden. Alles gut, das kriegen wir auch hin. Was, Tobi? Circa 170 Kilometer sind das. Einfach. Gute 2 Stunden Fahrt. Einfach. Ja. Das heißt, er fährt da 2 Stunden hin, 2 heim und dann das gleiche nochmal. Wenn ja, wir, und dann müssen wir nochmal. Nach Hamburg fahren sind wir 8 Stunden gefahren. Aber vorher, wenn wir das Auto abgeholt haben, dann werden wir mal ganz gepflegt zum Fischmarkt fahren. Und dann werden wir einen schönen, geilen Heilbutt uns holen. Oh. Ich war da einmal auf diesem Fischmarkt in Hamburg, Alter, mir ist so schlecht geworden, da wach. Ich hab da gekotzt. Da hat einer einen Fisch ausgenommen auf dem Markt mit dem Messer, mit der Hand. Ja, normal. Ja, boah, da kann man noch keinen Appetit mehr haben, da.
Er fummelt dann mit dem Messer in den Fisch rum, auf einmal fallen da Sachen raus. Das ist normal. Das ist normal. Ja, da hole ich mir lieber Filet oder so, der da zerlegt da den Fisch vor meinen Augen da. Servus Hero, servus Moin. Der Jo Hero. Grüße dich. Ja, Franz, zum Umsatteln dann oder was? Können wir machen. Ja, dann fahr ich zum Händler. Dann düsen wir mal zum Händler. So, Leute, ja, ich fahr mal zur 8. Aber viel Spaß bei den Flaschen. Wir haben das jetzt alle mehr Werke, dass die im Wind da diese Gummidinger da so wackeln, oder ist das ein Mod? Ach Mann. Nee, das ist wirklich so. Fisch ist gesund. Fisch ist was Gutes, ist lecker. Zum Angeln sage ich nicht nein, aber den Fisch dann da auszunehmen und so, boah. Wenn dann da die Organe so rausfallen und so, boah. Kennst du auch noch Fischstäbchen, wa? Nee, so Makrelenfilet und sowas, dann esse ich schon auch, ja. Wenn, ich soll in die Ego, oder? Das ist mit dem Schwader aber nicht so schön. Oder mal so eine Forelle in der Geräucherte, weißt du, so dieses Skelett rausnehmen und so, das geht auch noch, die Gräten und so. Aber dann da mit den Organen da rausschneiden und so, nee. Schön auf dem Krabbenkuchen mit vorne. Oh, hör mal das Lied, du! Herr Tobi, du hättest Fischer werden sollen. Du, ich war damals als auf eine Klassenfahrt, hatten wir gehabt in der 9. Klasse oder 10. was das war, da waren wir auf Norderney gewesen. Und da sind wir auf dem Fischkutter mitgefahren und haben wir frisch die ganzen Krabben dann gekocht. Oh, das war so lecker, Alter. Mit einer schönen Knoblauchsoße, Alter. Junge, das ging auf den Mund, du. Das ist Daumenschmecken. Ja, schmecken tut das schon, das glaube ich, aber. Das zuzubereiten und so, das war, ich glaube, das könnte ich nicht. Franz? Vorne eigentlich noch nicht. Eineinhalb Tonnen zu Ende. Franz, eineinhalb Tonnen Frontgewicht oder 2,3? Ja, egal. Mann! Probieren wir mal mit Inhalt. Das Team ist jetzt komplett fertig. Mach jetzt noch die Sprech hier mit Franz zu Ende und dann. Meine ist jetzt eigentlich nur Leute, die noch draufbleiben wollen, die auch auf dem TS sind, oder? Ja. Ja. Alle anderen wissen es dann ja nicht. Warte, Timo, warte mal. Die warten. Zu neben mir fahren, oder? Ah ne, fahr. Alles gut, fahr weiter. Ja, ich fahr ohne GPS bereits her, ne? Ich auch. Brauch ich jetzt nicht. Ich war da noch nie, keine Ahnung. Ich hab von dem Fischmarkt keine Ahnung. Eine Hafenrundfahrt musst du ja machen. Du musst eine Hafenrundfahrt machen, danach bist du seekrank. Kommt ja auch drauf an, wie teuer das alles ist, ne? Natürlich zu viel Geld kostet, kaufe ich mir da auch nichts. Ist alles geschenkt da, Mensch. Aber wenn in Ansicht fahren mit dem Schwader ist ja scheiße. Das geht leider nicht. Ein bisschen blöd. Gerade ohne GPS. Muss ja den Schwader beobachten. Seid ihr immer noch oben bei 11 oder wo müssen wir jetzt lang? Ich bin auf 18, gerade die zweite Bahn am Fahrt. Wer von euch noch mitspielen möchte, ne? Gerne mitspielen eingeben und Mods eingeben, ne? Weil wenn der Stream vorbei ist, könnt ihr trotzdem noch weitermachen hier, deswegen, ne? Alle, die noch mitmachen wollen, gerne hier raufkommen. Könnt ihr mit den Jungs noch ein bisschen länger spielen. Hey Niklas, morgen habe ich noch frei.
Aber ich muss morgen mein Privatauto abholen. Also ich muss morgen noch nicht zur Arbeit. Das wird erst übermorgen geschehen. Du musst wieder Holz fräsen. Nee, wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Weil die sind erstmal fertig. Das war die letzte Fläche da. Hey, können wir mal den Verkehr ausschalten? B5, könntest du mich mal schnell hinten an? Kannst du mich mal schnell anschieben? Die Fläche verbunden. Was ist denn mit dem Verkehr? Was ist denn daran? Weil die Autos eben reinfahren. Schade, dass wir morgen und übermorgen die ganzen Tage nichts tun können. Oh. Aber da ist die ganz traurig sein, die ganze Woche. Hat jetzt so Spaß gemacht, die ganzen Tage hier. Das freue ich wieder. Jetzt von letzter Woche. Montag! Freitag bis heute. Da bist du. Ja, Freitag. Samstag, Sonntag. Montag heute. Syndex haut direkt auf die Kacke mit einer dicken Trine, wie ich geh kaputt. Was wärst du? Fährst du 20 km/h oder wie schnell? 15. Ja, den können wir mal 20 fahren. Was? Fahr nur noch 15, 20 können sie nur machen. Die Pickups auch nicht mehr. Was ist das für ein Müll? Gib mir Gas, Mike, gib mir Gas. Ich hab bloß Tempo mal eingestellt. Ach so. Ja, wir wollen ja was schaffen, dann wollen wir auch große Mulden holen. Gesundheit. Also für die anderen auch was gut? Mit Konferenz dann. Die haben ja alle eine Mulde. Der Rest kommt ja auch noch. Benni, komm, tu mir was abfahren. Unfall, komm nach Hause. Aber mit wem redet der da eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Ja, wer ist denn das da? Was raschelt denn da so und redet da? Ja, dann mach den mal leiser. Oder aus, mein Fernseher. Na komm, Timo. Ey, wo ist denn du? 95, 96, 97, 98, 99 voll. Ja, oh, da kommt schon nett. Sean, ich wünsche dir eine gute Nacht, ja. 13 hier. Bis zum nächsten Mal. Oha! Oha! Thomas! Hey. Thomas Schloss Angel ist da. Bremstrecker, brems! Wir müssen hier rum. Thomas, wie geht es dir, mein Freund? Alles klar? Ken, komm mit. Ja. Hat er jetzt nichts mehr zu sparen? War das alles oder? Weiß ich nicht, oder was? Deswegen fahre ich hier so dumm rum. Stell ich schon mal an die erste Schwarz hier drin. Also hier, wo ich bin, ist nicht mehr. Hier braucht keiner mehr. Alter, warum bremst denn der Trecker so schlecht? Der Trecker kann nicht mehr fahren, nicht?
Marvin, eigentlich schon, ja. Muss ja leider, muss ja leider. Oh, gleich schlafen gehen für morgen. Und fit sein für morgen. Hey, wo müssen wir lang? An alle, die im Stream alle mitspielen, damit wir noch die Felder alle abballern. Wer schiebt denn hier in Silo? Aua! Ich hasse Autos. Ihr seid doch, der Verkehr ist Müll. Wo müssen wir denn hin vom Hof? Das kann ich dir noch nicht versprechen, Marvin, weil ich nicht aktuell weiß, was wir übermorgen machen. Das kann ich dir nicht sagen. Voll. Das kriege ich erst alles morgen mit, was wir arbeiten, was wir machen müssen. So, und was als nächstes auf jeden Fall auf unserem Plan steht, ist dieses Gerät da, was der Herr Grimberg mir gezeigt hat. Also was brauchen wir, damit wir, dann brauchen wir eventuell den Laptop nicht immer mitschlagen. Das ist so ein Ding, das würde ich mir irgendwann schaffen wollen. Was denn? Oh, wie nennt sich das Gerät jetzt nochmal? Was habe ich gesagt? Das ist so eine Art, wie ein Tablet, so. Nur als tragbares Streaming-Software. Also, du kannst damit einen Stream machen. Wie schließt da deine Kameras an? An die HDMI-Ausgänge? Keine Ahnung, was er meint. Und da kannst du dann mit streamen. Laptop? Und das Ding kostet aber 1000 Euro. Was? Was? Ja. Scheiße. Hast du Link davon? Kann man zu Arschgegeben haben? Ja, hab ich. Ja, ich bin gleich schick. Das ist was für... Ist der im Test? Für unterwegs zum Streamen halt. Da brauchst du dann den Laptop nicht. Das ist dann so für Sachen wie zum Beispiel auf dem Bagger jetzt, wo es zu eng ist. Ich meine, auf dem Trecker kann man das ja dann, keine Ahnung, da kann man dann meinetwegen ja den Laptop nehmen. Aber wenn du das Ding hast, dann brauchst du auch gar keinen Laptop. Dann kannst du auch direkt gleich das Ding die ganze Zeit mal nehmen. Das ist viel einfacher und viel schneller ab und mitzunehmen. Das hätte ich mir mal gleich einfallen, das soll ich damals. Bevor wir den Laptop bestellt hatten. Das hätten wir mal gleich machen sollen. Da möchte jemand im TS hochgezogen. So Leute. Kann auch selber hier hochkommen. Nein, kann er nicht, weil er keine Rechte hat, oder? Mal könnte er das schon. Moin Paul. Moin. Oha. Feuerwehr Sascha. Hi. Moin. Schau mal, wer da ist. Paul? Im Chat, ja, hab ich gesehen. Servus. So, was soll ich machen? Kannst du Blatt fahren? Paul? Ich glaube, Paul ist das. Mike, war schon mal bei dir. Ach, der Paul. Oha. Wie kommt's, dass du hier nochmal vorbei? Indem das dein YouTube-Kanal auf der For You Dings da ist. Was? Wir sind auf der For You? Ja, wenn man YouTube aufmacht. Oha! Ah. Ja, weil du den abonniert hast wahrscheinlich. Ne. Ja. Hab ich mal gehabt, ja. Jetzt habe ich ihn wieder abonniert. Ach du Scheiß! Ja, weißt was du, warum, war das hier? Ich kann euch ganz genau sagen, warum das so ist. Lukas, sei leise. Franz? Einfach Klappe halten und weiter. Beobachte alles, was macht ihr hier? Hi. Was habt ihr schon das ganze Zeug jetzt hier reingefahren? In der kurzen Zeit. Das meiste ist Feld 11. Ja, Timo, guck doch mal Feld 11 mal an.
Weißt du, was wir, was die deine Zeit gemacht haben? Soll ich schieben oder soll ich abfahren? Du willst mal schieben. Kannst beides. Okay. Aha, Elf ist voll groß. Das ja, da haben wir Moll und Schwadern über eine Stunde gebraucht. Und ich hab fast knapp 2 Stunden da gehäckselt. Knapp. Na du standest doch auch nur. Wer ist denn der Spiegel da? Oder Spargel oder was? Spiegel. Spargel. Hier. Nimmst du mir nach Österreich? Fitness, komm, hau rein. Komm, ich muss mitmachen. Ach, schade, jetzt hat er. Das zieht. Dann ist er ausgestiegen und wieder eingeschlossen. Der hatte mich gerade eben da an der Straße hinter mir. Irgendwer hat mich geschoben. Ne, irgendwer war mir reingefahren oder so. Das Auto ist hier reingefahren. Oh Mann, das ist fies, dass ich drauf bin. Alter, also du musst ohne ein Timo Hexe. Ich muss auch noch auf. Der Paul, der gestern bei EDS dabei war? Nö. Weil, ja. Das ist nicht mehr Hexe. Ich komme gerade sofort hier. Jetzt geht's mal richtig los hier. Ich war mal letztes Jahr bei dem RP-Projekt dabei. Ja, aber ich frag mich nur gerade, das Problem war halt, ich wurde halt von irgendwie von hinten oder so irgendwie an die, irgendwie so ein bisschen rein. Irgendwie hat mir hinten reingefahren, da war ich direkt schon hochgekippt. Ich war so schnell geflogen. Schichten aus dem Paulanergarten. Von der Straße war das. Ort ist gesund, Rina, hast du? Hallo, hier links, rechts, mitten. So, jetzt pst mal, jetzt bin ich alle hier. Mitten. Hallo, ruhig sein jetzt. Jetzt bin ich ja mal allein. So, also, jetzt erstmal Norbert. Moin, schön, dass du im Stream bist. Grüße dich. Oh, der Norbert ist auch schon seit über 12 Monaten Mitglied hier. Ehre geht aus, dankeschön. So, nein, von diesem Projekt gibt es keinen Teil 2, weil die jetzt alles heute machen. Die häckseln gleichzeitig, mähen gleichzeitig und wollen jetzt auch noch länger machen, auch wenn wir leider jetzt gleich zum Ende kommen mit dem Stream. Und ja. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Curseplay aktiv? Nein, leider nicht, weil das ein Wunschprojekt ist, Sascha. Und in diesem Wunschprojekt haben wir ja die eine Map-Karte, also eine Mod-Karte aktiv und deswegen kann, wenn die PS4-Spieler leider nicht dabei treten. Das geht erst wieder, wenn wir auf unserer normalen Map unterwegs sind, auf unserem Standard. So, Stream noch alles 19. Ja, den streamen wir auch. Ab jetzt. Öfter. Oha. Debi schreibt. Stopp. Wie? Was? Stopp. Was machst du damit? Stopp. Oh, hätte ich die ganze Zeit schon hier 3 Tridents oder so empfangen, wäre ich nie ans Stehen gekommen. Nein, Ben, morgen spielen wir nicht. Ich muss wieder arbeiten die Woche, Ben. Kann nicht streamen, ja, leider nicht. Leider nicht, das ist ja das Problem. Wir können leider morgen, übermorgen und die ganze Woche nicht streamen. Erst wieder am Wochenende. Ärgert mich jetzt schon. Weil da hast du gearbeitet. Mike, fahr mal weiter nach rechts. Ja, jetzt passt's. Hast du auch einen Jeremy? Brand? Ja. Okay. Bin in 5 Minuten wieder da. Ja, ich auch. Voll. Mike, ich bin so in 5 Minuten wieder da. Ich will kein Brand, sondern ich zu 2 Kolonne fahren.
Auch wenn er da schon süß aussieht, an 700. Bleiben die Abfahrer. Wie willst du mich ärgern? Er sagt, warte, warte, und jetzt weiter, weitermachen. Voll. Vielen Dank. Ist jetzt noch ein Hexer noch frei? Der Timo fragt gerade, ob er nichts davon kann. Keine Ahnung. Wer will den Hexer fahren? Timo. Mike fährt Hacker. Er ist Timo. So, nein, das ist noch nicht raus, wann wir LS19 streamen. Keine Ahnung. Nächste Woche sind die ersten andere Projekte. Nächste Woche machen wir erstmal ein am Samstag. Machen wir erstmal auf unserer Map weiter bei Twitch. Junge, wir haben so viel, was wir streamen können und machen können. Aber nicht die Zeit dazu, das ist voll ärgerlich. Das ist halt voll doof, alles so untereinander einen Hut zu kriegen. Fortnite? Nee, Spaß. Ey, stimmt, fuck, Fortnite ist jetzt ohne Bauen. Ja. Lina, ich muss jetzt Fortnite spielen. Hau rein, bis zum nächsten Mal und danke für deine Anwesenheit heute. Morgen, mir geht's gut, dankeschön. Solange wie ich jetzt hier wieder die Nachrichten so hinter den Nachrichten hinterherkomme, die geschickt worden sind. Junge, Luca, wenn du mir jetzt nochmal reinfährst. Fährt irgendwann mit der LS-Konsole V2? Nee. Brauchen wir nicht. Ich hab eine selbst gebaut, ey. Ich auch. Ich hab eine aus einem Fendt 39 TMS. Fendt, geht's hier bei dir? Ja, mach doch, Timo. Mach doch. Mach mal schon. Wenn man nicht warten kann, einfach durchfahren. Ja, das sind die besten Extrafahrer. Die sehen, dass jemand kommt auf dem Schwatt, aber ich stell mich mal auf die andere Seite hin. Wer war denn das vorhin, der geschrieben hat, wegen einer Tour noch? Das geht gar nicht, weil wir jetzt zum Ende kommen. Eigentlich. Aber du kannst es noch 3 Stunden dranhängen. Mhm. Könntest du. Könnte ich. Komme ich aber morgen nicht raus. Das Problem ist. 10 Wecker. 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, Full. Kann der Finn reden? 10 Minuten hast du noch, Timo. Dann feiern. Geht's eh bei dir? Nee. Die Idee war geil. Wir machen Gas für einen Freund. Ich hätte es geschafft. Ne, Fralli. Ja, ich drück jetzt. Wenn Gas geben, dann geht's schon ein. Ja, draufhalten. Kimmst du aus Bayern? Ich gehe jetzt mal nach oben, ihr macht jetzt hier weiter, ne? Für alle Leute, die jetzt hier im Chat noch mitspielen wollen, nochmal jetzt zu allerletzt mitspielen eingeben und Mods eingeben, Leute. Dann gerne noch hier auf dem Server beitreten und mitspielen. Wir sind noch, also der Server läuft noch für die Community weiter. Aber der Streamer macht jetzt Ende. Also wer noch Bock hat, kann noch gerne aufjoinen hier. Ja? Vielleicht können wir das auch heute alles fertig machen. So, ich gehe jetzt eben nach oben. Bis bald. Oder Mike? Ja, also wenn wir uns jetzt ranhalten, kriegen wir es fertig. Vielleicht die komplette Map fertig. Gut, Chat, jetzt sind wir oben alleine in Channel, ey. Sind wir ein bisschen zu durcheinander da unten. Wieder alle was haben. Wieso hast du eine Hunde-Facecam? Weil das so ist.
So, meine lieben Freunde der Sonne, meine lieben Zuschauer, meine lieben Supporter, meine VIPs und meine ganzen Mitspieler. Leider muss ich mich heute verabschieden. Ich weiß, ihr seid richtig traurig jetzt und enttäuscht, dass der Husky schon Feierabend macht. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Sehe ich genauso. Aber leider ist es nun mal so, dass jetzt hier in der Woche leider nicht so lange gestreamt werden kann. Bei Daylight werden wir auch noch mal irgendwann wieder spielen, Sven. Aber im Moment fehlt einfach die Zeit. Ich komme gegen die Spieler nicht an, ja. Weißt du, man weiß nicht, was man so wirklich zuerst spielen soll. Jetzt haben wir auch im Moment die Projekte und ich will auch sehen, dass wir die so nach und nach auch alle runterkämpfen, ne? Dass sich da nicht so viel ansammelt. Ja, ne, Rina, das war richtig nice. Das mache ich doch immer gerne, das wisst ihr doch. Chat. Sebi, ich weiß, du bist traurig. Ja, es sind einige traurig. Ja, Sven, ich hätte ja heute gerne früher angefangen. Das ging heute nicht, weil wir gestern Nacht ja leider so lange gestreamt haben. Wir haben gestern Nacht so ein bisschen Eskalation gehabt im Stream und haben dann bis 3.30 Uhr gestreamt. Und dadurch, dass ich dann noch schlafen gegangen bin und ab 5 Uhr dann erst, bin ich leider erst am Nachmittag aufgestanden. Das war halt das Problem. Sonst hätten wir heute ein bisschen eher angefangen. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen die Regeln da ändern. Ist hier so von der Spiele her und so, dass wir das halt wirklich alles so ein bisschen geschickter gestalten. Da ist der Fehler, du schlaf. Ja, das stimmt, das ist schon, ja. Ja, das ist alles kacke, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Sehr, sehr. So, meine Lieben. Seid mir nicht böse, aber ich bedanke mich wirklich vom ganzen Herzen für euren Support heute wieder, Leute. Ihr habt wieder richtig supportet. Guckt mal, wir haben 180 Likes erreicht, Leute. 180 Likes. Und wir haben noch so gesagt, am Anfang des Streams schaffen wir über 100 Likes, weil in den letzten Tagen waren wir ja immer so ein bisschen immer unter 100 Likes. Deswegen, und der Support, den wir heute erreicht haben, der ist wieder richtig mega geil, Leute. 108 Likes haben wir erreicht. Das ist eine etwas bessere durchschnittliche Quote wie in der letzten Woche. Und das ist halt das Schöne, ne? Und vielen, vielen Dank nochmal an die Supporter, die hier heute donated haben. An Franz und an Lisa nochmal gleich. Ja, mit dem langen Namen, ne? Komme ich jetzt nicht drauf. Schon wieder vergessen. Deswegen sage ich auch immer an die Supporter ein ganz großes Dankeschön für die Donations, die reingekommen sind. Und natürlich ein neues Mitglied dabei. Ne? Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft und schön, dass derjenige mit beigetreten ist. So, was? Grüß mal. Ja, ich grüße dich, Johe. Und wir grüßen auch nochmal den Thomas Schloss Angel. Schön, dass du auch nochmal vorbeigeschaut hast heute. Ich hoffe, dass du bald wieder öfters kommst. Wir vermissen dich schon öfters. Warst schon mal ein bisschen aktiver dabei. Und in der letzten Zeit warst du ja gar nicht da. Ich hoffe, dass du vielleicht Tage, dass wir dich da mal wiedersehen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, Leute,
war es wieder ein mega geiler Stream. Hat Spaß gemacht. Für alle Leute, die den Stream jetzt noch im Nachhinein geschaut haben, wenn euch der Stream gefallen hat, Leute, dann kriegt mir auch gerne, haut mir gerne auch ein Like raus, Leute. Unterstützt diesen Kanal. Ja. Und für alle Leute, die neu sind auf dem YouTube-Kanal und sagen, die sind so begeistert davon und sagen, sie möchten auch mal mitspielen bei YouTube, dann einfach mal auf Abonnieren klicken, Leute, die Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr mal wisst, wann wir live sind. Jeden Sonntag ist hier Livestream auf YouTube. Ja, bei Feiertagen, so wie jetzt zu Ostern, natürlich auch mal öfters ein bisschen mehr Streams zu sehen. Wasserratte auch nochmal an dir, ganz großes Dankeschön für die 2 Euro. Gute Nacht wünsche ich dir auch. Norbert, das ist doch gar kein Problem. Alles gut. Alles gut. Schön, dass du auch hier vorbeigeschaut hast heute Abend. Hat mich gefreut, auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Feuerwehr Sascha, schön, dass du auch hier warst und dabei warst. Am besten beim nächsten Mal dabei sein. Den Tobias grüßen, ja, das mache ich. Das mache ich doch. Also Leute, haut rein. Lasst euch nicht ärgern. Habt eine gute Woche, Leute. Seid nicht so enttäuscht, dass wir die Woche jetzt nicht live sind. Dafür dann aber wieder am Wochenende. Also. Nicht, dass ihr noch enttäuschter seid, wie der Hass mich schon enttäuscht ist. Das wollen wir nicht. Also Leute, haut rein. Bis Sonntag. Beziehungsweise bei Twitch bis Samstag. Also, viel Glück, Leute. Bis die Länder haben.